Wunderbar. Also dann, schönen guten Morgen, herzlich willkommen zum heutigen BHH-Hybriden-Online-Seminar, hier vor Ort in Hannover, mit den Professoren Bernhard Landwehrmeier und Carsten Saft, und hier mit den Teilnehmern von der DHH-Jahrestagung und den Gästen online. Wir haben heute das Thema Neuigkeiten aus der Forschung mitgebracht. Es ist kurz nach 10 bei uns. Wir würden gegen 11 Uhr eine kurze Pause machen, damit wir hier nochmal einen Kaffee trinken können, kurz entspannen können und würden dann weitermachen. Und ich glaube, der Carsten fängt an und dann bin ich dich ans Mikrofon. Ja, schönen guten Morgen, Michaela. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank Ihnen allen für die Einladung. Ich mache das wieder gerne mit Herrn Professor Landwehrmeier zusammen. Wir versuchen das immer so ein bisschen als Dialogform zu machen und auch gerne, dass Fragen gestellt werden zwischendurch. Ich hoffe, dass wir das bei den Online-Fragen sehen. Da hat man manchmal den Blick dazu. Das müssen wir gucken. Ja. Mein Name, wie gesagt, Carsten Saft aus Bochum. Meine Conflicts of Interest sind, wo kann ich hier weitermachen? Ja, machen wir auch nochmal. Ich glaube, ich kann hier gerade nicht die Slides weitermachen. Einfach weitermachen. Geht nicht. Geht aber auch nicht. Ach, geht mit der Maus? Nein, geht auch nicht. Aha, jetzt irgendwas ging jetzt. Ich weiß nicht wie, aber genau. Ich mache in Bochum natürlich bei den meisten Studien mit. Davon habe ich persönlich, bin ich nicht in irgendwelchen Beratergremien, da ich auch Leitlinien federführender Autor bin und mich daher versuche, bei Beratungen und auch bei Vorträgen mit den derzeit Firmen, die derzeit Studien durchführen, nicht unbedingt mitzumachen. Aber natürlich als Institution machen wir mit, wovon ich persönlich nichts habe. Aber eben das Josef-Hospital, mein Arbeitgeber, Entschädigung kriegt dafür, dass wir an dieser Studie, an diesen Studien teilnehmen. Ich möchte in meinem ersten Teil so ein bisschen kurz Grundlagen nochmal gehen und vor allen Dingen auch einen Fokus darauf richten, auf Grundlagen neuere Erkenntnisse, die vielleicht auch für die neuen Therapien schwierig sind. Warum wir bei manchen der Ansätze vielleicht noch gar nicht wissen, ob wir die gesamte Pathologie erreichen, ob alle diese Ansätze tatsächlich wirklich richtig sind und wo da noch offene Fragen sind und wo wir vielleicht noch weiter forschen müssen, um das besser zu verstehen. Wir können nicht alle dieser Fragen tatsächlich beantworten. Ich glaube, das, was jeder kennt, das kann man auch bei uns auf der Humangenetik von Herrn Professor Guyen sehen, auf der Homepage. Die CAG-Repeat-Verlängerung und den Zusammenhang des Erkrankungsbeginns, der ist hier der motorische Erkrankungsbeginn aufgezeichnet, der zusammenhängt, invers korreliert, also negativ zusammenhängt mit der Länge der Repeat-Zahlen. Man sieht, dass eben je länger die Repeat-Zahlen sind, hier unten sind sie aufgetragen, 40 CAG-Repeats, hier hinten sind es dann 60, 70, 80, der Erkrankungsbeginn früher wird. Dass man eben, wenn man tatsächlich 60, 70, 80 Repeats oder länger hat, es dann manchmal auch Kinder sein können, die erkranken können. Mit 10 Jahren oder in der Grundschule erste Beschwerden, die dann häufig diese verlangsamte Form der Erkrankung haben. Dort, wo die meisten Erkrankten die Repeat-Zahl haben, zwischen 40 und 45, hier sieht man so die Häufigkeiten. Das Blaue sind die normalen Allele, das ist das vom gesunden Elternteil. Da sieht man ganz viele Leute haben 17 zum Beispiel Repeats. Dann funktioniert das Protein gut. Wir alle haben das Huntington-Protein. Und wenn es eben in der Länge ist, dann funktioniert das gut. Es gibt keine Beschwerden. Und ab 36 bis 39 und eindeutig ab 40, sehen viele haben 40, 45 Repeats, dann kommt es eben zum Erkrankungsausbruch. Und das hängt zusammen mit der Länge. Je länger das Eiweiß sich verkettet, je länger das ist, umso früher kommt es zum Ausbruch der Erkrankung.
Meine Grafik sieht, kann man sich ganz gut vorstellen, wenn man hier die 39, 38, 37, 36 davor denkt und die Kurve hier oben so ein bisschen weitermacht, dass dann eben Leute, die in diesem Bereich liegen, vielleicht viel, viel später erkranken würden und erst mit 100 oder 120 Beschwerden bekommen würden, ein paar davon. Und deshalb eben in diesem Bereich nicht alle erkranken, ein paar erkranken können, aber nicht alle erkranken müssen, weil sie vielleicht zu alt werden, um die Krankheit zu erleben. Ein Mechanismus, den es noch gibt, ist die sogenannte Antizipation. Das ist ein genetischer Mechanismus, den es auch in anderen Repeat-Erkrankungen gibt, wo es zu einer Verlängerung zwischen den Generationen kommen kann, weil es häufig beim Mann, bei der Spermienproduktion, das eben instabil sein kann, das ist mehr Zellteilung als bei der Frau, und es dann dazu kommen kann, nicht muss es dazu kommen kann, dass es zu einer Verlängerung kommt und in der nächsten Generation die Repeats viel länger werden und in der nächsten Generation dann das Kind früher erkrankt. Letztlich auch ein Mechanismus, der auftreten kann. Eine Übersichtsarbeit von der Sarah Teresi aus London, jetzt gerade in Lancet Neurology, das ist so die wichtigste neurologische Zeitschrift, veröffentlicht, nochmal zusammengefasst, wo sie weiterhin zusammenfasst, dass zwischen 27 und 35 CRG-Repeats eigentlich die Krankheit nicht wirklich auftritt. Es ist hier ungefähr 0% Wahrscheinlichkeit, dass sie auftritt. Es gibt ein paar Einzelfälle, die wir diskutieren, wo wir überlegen, ob das doch sein kann. Es gibt diese 27 bis 35 CRG-Repeats gar nicht so selten in der allgemeinen Bevölkerung. Carsis aus Bonn hat in der Blutspender untersucht und hat da etwa 6% aller Leute gefunden, die in diesem Bereich liegen, in der allgemeinen Bevölkerung. Also gar nicht so selten, und die haben sicherlich nicht allerhand, entwickeln allerhand. Aber durch diese große Streuung, die wir da eben gesehen haben, diskutieren wir, ob das im Einzelfall sein kann. Streng wissenschaftlich, im Moment ist der Stand eigentlich nicht. Ab 36 bis 39 kann es sein, dass man erkrankt, muss es aber nicht sein. Und 40, 55, das ist das, was wir gerade gesehen haben, muss man damit davon ausgehen, dass man erkrankt. Über 56 kann es dann eben auch die juvenile Form sein. Das würde ich gar nicht unbedingt so klar festmachen an einem Wert. Aber in diesem Bereich etwa 60, 70, 80 muss man davon ausgehen, dass man dann vor dem 21. oder vor dem 18. Lebensjahr erkrankt. Früher hat man die juvenile Huntington-Form beschrieben oder so genannt, auch heute nennt man das häufig noch so, und definiert das als einen Erkrankungsbeginn vor dem 21. Lebensjahr. Da wir viele Medikamente, wenn wir Studien machen wollen in der Zukunft, auch testen müssten bei Kindern, ist es viel relevanter, wie ist es denn bei Kindern unter 18? Und das hat dazu geführt, dass der Herr Curl aus England gesagt hat, wir brauchen doch eigentlich eine pädiatrische, eine Kinderdefinition, also unter 18. Die Zahlen dazu, wie häufig das ist, schwanken enorm. Es gibt teilweise in der Literatur Zahlen von 6 bis 14%, die juvenile Form haben sollen. Und Herr Achenbach bei mir aus Bochum hat sich hingesetzt und hat die Enroll-Daten, die Sie ja, glaube ich, alle kennen, die Enroll-Studie untersucht und hat geguckt, wie viele Kinder haben wir denn da. Die ist nicht konzipiert für Kinder direkt, aber es können Kinder teilnehmen. Und vor allen Dingen, wenn ein Kind in der Familie erkrankt wäre, könnte man das im Familienstammbaum angeben, wenn man das wollte. Und ich glaube, eine Vielzahl der Familie würden das machen bei so einem besonderen Fall. Deshalb haben wir das als eine der, die größte Datenbank, die es im Moment gibt für Huntington, wesentlich Herrn Landwehrmeier und Bernhard zu verdanken, diese Enroll-Studie ausgewertet, und haben dort nur 0,66% an Kindern, also unter 18, gesehen. Und wenn wir in den Familienstammbaum geguckt haben, wo wir gedacht haben, da müssten es dann ja noch mehr sein, waren es sogar noch viel, viel weniger, 0,14% nur an Juvenilen, die dann unter 21 sind, wären es 1,4%. Das sind relativ niedrige Zahlen, die auch kritisch diskutiert werden, muss man sagen. Viele sagen, das sind mehr. Wir haben auch bei uns bei unserem eigenen Zentrum nochmal Daten ausgewertet und kommen eigentlich auf eigene Zahlen, dass also tatsächlich Jugendliche oder Kinder tatsächlich recht selten erkranken. Gut, dann ist die Frage, wann fängt denn die Krankheit an?
Und wie fängt denn die Krankheit an? Und wann stellt man die Diagnose? Das ist nicht unbedingt immer gleich. Also die Huntington-Pathologie und wann die Diagnose anfängt. Und das ist auch Gegenstand von Diskussionen. Ich möchte darstellen, wie es im Moment funktioniert und was man diskutiert. Im Moment ist das Wesentliche der motorische Untersuchungsbefund. Die motorische Skala, die wir machen, die kennen Sie auch, wenn Sie diese Enroll-Studie mitmachen oder irgendwelche anderen Studien. Das ist eine in allen Studien benutzte Skala. Gibt es auch für andere Erkrankungen Skalen, mit der man versucht, Schwere von Erkrankungen zu messen. Hier ist es so, dass man zum Beispiel die Augenfolge misst. Das kennt man, guckt, wie sie der Neurologe anguckt, wie man die Augen bewegen kann, wie man die Zunge herausstrecken kann, wie man mit den Fingern aufeinander tappen kann. Das kennen Sie sicherlich alle. Oder wie man so die Hände so abwechselnd auf Handrücken, Handfläche macht oder übers Seil geht. Oder man sich anschaut, wie schnell man, wie deutlich die Chorea ist in den Armen, im rechten Arm, im linken Arm und so weiter. Und danach versucht man von 0 bis 4, das sieht man hier, Punkte zu vergeben. Wenn man da jetzt irgendwo einen Punkt hat, heißt das noch nicht unbedingt, dass man erkrankt ist. Erst wenn der Neurologe, der untersucht, sich 99-100% sicher ist, das ist hier ganz unten, diese Sache, dann sagt man, dass man dann eine Diagnose stellt. Und das ist natürlich in gewisser Weise, ist das in gewisser Weise eine Sache der Einschätzung, der Erfahrung vielleicht des Neurologen auch, aber auch der Einschätzung. Ist jetzt, wenn ich die Finger aufeinander tapsen kann, ist das tatsächlich schon Erkrankungsbeginn oder kann das auch eine Sehnenscheidenentzündung sein oder ein Rheuma? Das ist sehr unspezifisch. Ja. Also kann es sein, dass ich dort Punkte habe in dieser Skala, aber ich mir als Neurologe noch gar nicht so sicher bin, ist es das tatsächlich und ist das tatsächlich der Erkrankungsbeginn. Aber im Moment stellen wir die Diagnose, wenn jemand eindeutig 99-100% Sicherheit hat, dass er motorische Beschwerden hat, wo man eben vielleicht auch eine gewisse Chorea sieht, solche Sachen. Oder eben Chorea bei den Kindern sieht man gar nicht unbedingt, Chorea sollte man verlangsamen. Ne? Diese Unsicherheit habe auch ich in dem Lancet Neurology so einen Überblicks, kurz einen Kommentar dazu geschrieben, dass es schwierig ist, wie geht man denn damit um? Und wir finden ja auch Auffälligkeiten bei Leuten, die gar keinen Huntington haben unbedingt. Das ist hier unten diese Grafik. Das kommt aus der Predict-Studie, eine große amerikanische Beobachtungsstudie, wo man auch Bildgebung gemacht hat und auch, wo Leute mitgemacht haben, die noch keinen offiziellen Gentest gemacht haben und weder der Neurologe noch der Teilnehmer an dieser Studie wusste, ob er tatsächlich Genträger ist, kommt aus einer Familie und die wurden untersucht und dann hat man hier unten Leute gesehen, die haben schon 6, 7, 8 Punkte, 9, 10, 12 Punkte, also schon, wo man dann langsam denkt, da stimmt doch was nicht in dieser Skala, haben da Auffälligkeiten. Und das Besondere war, die waren gar nicht Genträger. Ja, also die konnten kein Huntington haben, aber hatten eben doch einige Punkte in dieser Skala. Das macht einfach deutlich, dass es da auch bei der motorischen Beurteilung eine Unsicherheit gibt. Wenn wir Studien machen mit Leuten, die aus einer Huntington-Familie kommen und das Gen vererbt haben, dann können wir jetzt was Besonderes bei der Huntington-Erkrankung ja Studien machen mit Leuten, die lange, lange vor Erkrankungsbeginn sind. Wir können statistisch irgendeinen Wert errechnen, wo wir statistisch sagen können, derjenige oder diejenige müsste in 10 oder 15 Jahren erkranken. Ob das tatsächlich für den Einzelnen so ist, wissen wir nicht. Aber statistisch könnte man eben sagen, okay, ich kann die Krankheit untersuchen 10, 15, 20 Jahre, bevor sie auftritt. Das kann ich bei fast keiner anderen Erkrankung so. Wenn man das macht, dann gibt es große Studien wie die Track oder die Predict-Studie von der Sarah Teresi aus London oder die, Predict-Studie haben wir eben schon aus den USA gehabt. Und man sieht dann etwa 12 Jahre vor Erkrankungsbeginn neuropsychiatrische Veränderungen, also von der Reizbarkeit, Depression, solche Sachen. Man vor dem motorischen Erkrankungsbeginn. Man sieht im Caudatum, wenn man es wissenschaftlich macht, das kann nicht der normale Radiologe machen, das besonders eng auswertet, sieht man eine Veränderung im Gehirn, dass das Caudatum im Zentrum im Gehirn, was besonders betroffen ist bei der Erkrankung, sich verändert 15 Jahre vorher.
Veränderung von Konzentrationstest 15 Jahre vorher. Und die Sarah Trabesi hat einen Test hier gemacht, wo sie das Neurofilament und einen YKL-40-Wert, einen Entzündungswert im Nervenwasser untersucht hat, wo sie 24 Jahre vorher Veränderungen sieht, die sie dann davor nicht mehr sieht. Das sind so die ersten Veränderungen, die man bis jetzt beschrieben hat. Also kurzum, wir wissen, dass sich lange Jahre vorher etwas verändert, was Sie aus den Familien ja auch kennen, was nicht unbedingt immer notorisch ist. Ja? Und man diskutiert, wie man damit umgeht. Hier von Herrn Reilmann aus Münster eine Arbeit, wo wir aber verschiedene Leute haben, die dort schon Vorschläge gemacht haben, das Ganze als Prodromalsyndrom zu bezeichnen. Also ein Prodromalstadium der Erkrankung. Und relativ neu, wieder in Lancet Biology publiziert von der Sarah Trabesi aus London, der Vorschlag, verschiedene Stadien einzuführen und ein Stadium 0 zu haben, bei dem jemand, die das Gen vererbt bekommen hat, aber keinerlei Auffälligkeiten hat, auch in diesem Biomarker, auch im Kernspin keinerlei Auffälligkeiten hat, dann ein Stadium 1 zu haben, bei dem man Veränderungen dann im Kernspin hat. Auch Neurofilament kann da vielleicht mal ein Wert sein. Das war in den vielen, vielen Daten, das wurden massiv viele Daten ausgewertet. Das ist also nicht einfach aus dem Bauchgefühl entstanden, diese Skala. War das noch nicht sicher genug, wo man hier in Kernspin-Veränderungen das als ein Biomarker gemacht hat, also noch keinerlei Beschwerden, nichts festzustellen, aber im Marker Auffälligkeiten, das als Stadium 1 der Erkrankung. Und Stadium 2 ist dann das, was wir eigentlich heute nehmen, mit motorischen Auffälligkeiten, auch Konzentrationsauffälligkeiten. Stadium 3 dann funktionelle Schwierigkeiten, dass man im Beruf Schwierigkeiten bekommt oder im Haushalt oder solche Sachen. Wichtig, glaube ich, hier, dass das erstmal hauptsächlich für Studien relevant ist, damit wir in der Forschung, in der Zukunft auch schon Studien in so einem frühen Stadium, diesem Stadium 1 machen können und weiter nach vorne gehen können. Wie weit das tatsächlich im Alltag relevant ist, ist vielleicht noch die nächste Frage. Das kann auch vielleicht mal im Einzelfall relevant sein, dass man sagt, okay, ich glaube, das ist aufgrund dieser Konzentrationsauffälligkeit jetzt jemand. Im Wesentlichen ist das, glaube ich, im Moment für Studien ganz, ganz auffällig. Wie siehst du das? Ich glaube, es ist ein wichtiger Punkt, welche Worte man wählt. Krankheit ist normalerweise etwas, was eine Beeinträchtigung darstellt. Das ist aber nicht der Fall bei Menschen, die wissen, dass sie die Mutation tragen, in ganz frühen Stadien. Was dieses Klassifikationsschema probiert, ist, Worte zu finden für etwas, was man kennt aus anderen Zusammenhängen. Nehmen wir Infektion, HIV-Infektion. Jeder wird sagen, dass eine Infektion mit einem Virus wie dem HIV-Virus ein Problem ist. Aber es ist ein Unterschied natürlich zwischen einer Infektion mit einem Virus und einer Erkrankung, einer Immundefizienz. Und das ist das, was man versucht abzubilden. Natürlich ergeben sich Konsequenzen aus der Tatsache, dass man ein Virus in sich hat. Genauso wie es sich Konsequenzen ergeben aus der Tatsache, dass man eine Genbesonderheit vom Moment der Zeugung an hat. Aber trotzdem kann man, und das ist jetzt eben wichtig, und soll auseinanderhalten, wie man damit umgeht, wie man sich fühlt, dass man nicht vor der Zeit sich krank fühlt. Das ist das, was man vermeiden möchte. Und dass man rechtzeitig dann, wenn es hilfreich wäre, wenn Beschwerden auftreten, jetzt ohne die erste Linie mal die Frage zu beantworten, was ist die eigentliche Ursache, darauf reagiert. Und das ist, glaube ich, das, was im Umgang mit solchen Vorschlägen oder Klassifizierungssystemen wichtig ist. Leuchtet das ein? Ja? Und das ist ein Versuch, eben Worte dafür zu finden, wenn man so will. Der Sache nach ist das, glaube ich, recht klar. Und jeder, der aus Funding-Familien kommt, versteht, was das Problem ist. Ja? Ich finde einen wichtigen Punkt unten noch, ich habe es rot unterstrichen, dass diese Skala nicht mit aufgenommen worden ist, Verhaltensänderung, Behavioral
Changes, Verhaltensänderung, also Reizbarkeit oder Depression. Wir wissen natürlich, das kennen wir aus den Familien auch, dass es häufig solche Veränderungen geben kann bei jemandem, der die Veränderung trägt. Aber in diesen ganzen Daten, die dort von diesem Konsortium ausgewertet worden ist, waren diese Verhaltensänderungen, psychiatrischen Veränderungen nicht konsistent genug und konnten auch zu einer Verbesserung führen in der Behandlung dann wieder. Und deshalb ist es eben so schwierig, jemanden, der mit einer Depression zum Beispiel kommt und fragt, ist das jetzt der Beginn meiner Huntington-Erkrankung, das zu beantworten. Es gibt viele Leute, die Depressionen haben, weil sie aus einer Familie kommen, aber gar nicht das Gen selber tragen. Und eine Depression ist eine Volkskrankheit, haben viele Leute. Deshalb ist es nicht immer gleichzusetzen mit dem Erkrankungsbeginn. Auch wenn wir wissen, dass sie sicherlich häufiger vorkommt im Rahmen einer Huntington-Erkrankung. Aber das kann viele Ursachen haben. Und das, glaube ich, macht es so ein bisschen schwierig. Oder dass man nicht direkt diese psychiatrischen Veränderungen immer gleichzeitig tatsächlich mit Erkrankungsbeginn gleichsetzen kann. Ja, gerne. Hat er gestern, Darstellung gebracht, dass doch auch für die Betroffenen wirklich jetzt auch die psychiatrischen Symptome der Klärung zu bekommen, weil davon möglicherweise Zugang zu Leistungen abhängt, beziehungsweise auch keine Klärung zu bekommen, weil damit ist schon keine Klärung zusammenhängt vorhanden. Das ist eine zweischneidige Sache. Aber wäre es nicht zur Klärung, weil letztendlich jemand in der Top-Literatur nachguckt, dann sieht HDL Rating Scale, wenn man runterversetzt, ne? Ja? Dann kann er vielleicht nicht verstanden werden, wenn jemand irgendwie einfach nur gesagt hat, das ist die Korea Rating Scale, weil wir im Grunde genommen da ja nur auf die Motorik gewinnt und nicht auf das Gesamtbild der Krankheit. Weil du hast mir nicht vorstellen, würde darüber machen, dass wir manchmal zu Beginn auch noch was anderes anbringen kann. Die Frage ist eben, glaube ich, kurz zusammenfassend, dass es ein zweischneidiges Schwert ist. Inwiefern eben psychiatrische Erkrankung es auch sinnvoll sein kann, eine frühe Diagnose zu stellen und das auch hilfreich sein kann. Das ist absolut so. Das sehe ich auch so. Aber man muss ja nicht unbedingt für eine psychiatrische Symptomatik die Diagnose Huntington stellen. Man kann ja auch die Diagnose Depression stellen und diese behandeln. Auch dort soziale Dinge einleiten und Hilfestellung einleiten. Wo das ein bisschen schwieriger sein mag, ist bei kognitiven Veränderungen. Wenn jemand in einem Beruf arbeitet, der kognitiv sehr fordernd ist und dort einbricht, dann kann es vielleicht sinnvoll sein, ein Prodromalstadium oder so etwas zu diagnostizieren. Da gebe ich recht. Aber hier ist es eben schwierig. Bitte. Richtig. Es muss eine Differentialdiagnostik erfolgen. Man kann aber dann die Ursache der Depression, vielleicht kann eine Dose dazu mehr sagen, aber meines Erachtens nicht unbedingt klar festmachen, woher sie kommt. Und man würde sie so oder so behandeln, gleich behandeln, glaube ich. Es kann für soziale Sachen hilfreich sein, eine frühe Diagnose zu stellen. Das ist richtig. Es kann aber auch hilfreich sein, jemandem zu sagen, also ob das jetzt tatsächlich mit Huntington zusammenhängt, das kann ich dir noch nicht sagen. Das ist diese zweischneidige Sache. Wichtig hier, von den Daten her, wenn man sich die Daten anguckt, und das ist aufgrund von mehreren tausend Studien untersucht, kann man eben, sind diese psychiatrischen Veränderungen eben nicht hart genug, als dass man davon tatsächlich ein Stadium ableiten kann. Ich weiß nicht, ob man das so sagt, hart genug. Sie sind ganz gravierend. Ja. Nee, es ist also, aber ein Messproblem. Ich glaube, jeder, der in der Huntington-Familie groß wird und jeder, der Menschen mit Huntington leben kennt, weiß, dass die im weitesten Sinne psychiatrischen Besonderheiten das gravierendste Problem sind in der Praxis. Überhaupt keine Frage. Die Frage, um die es hier geht, ist, wie messe ich das Fortschreiten der Erkrankung in einer sinnvollen Weise? Und der Charakter von einigen dieser Verhaltensauffälligkeiten ist, dass sie sporadisch auftreten, intermittierend auftreten.
Wenn ich zu lebendig, wenn ich jetzt messen möchte, möglichst genau den Verlauf, möglichst linearen Verlauf, habe ich ein Messproblem. Das bedeutet nicht, dass es nicht relevant ist. Das bedeutet schon gar nicht, dass man es nicht behandeln muss oder darauf reagieren muss. Aber das ist die Schwierigkeit, die wir hier haben. Wenn ich versuche, und das ist der Sinn dieses Statements, eine möglichst lineare Beziehung herzustellen zwischen verschiedenen Auffälligkeiten und dem weiteren Verlauf der Erkrankung, dann habe ich eine Schwierigkeit mit Phänomenen, die intermittierend auftreten. Typisches Beispiel wären Psychose-Symptome. Extrem gravierend. Gar keine Frage. Aber eben nicht etwas, wo man vorhersagen kann. Das bekommt jeder ab einem gewissen Alter. Im Verlauf der Nacht. Ja, ja. Mein Matthias vielleicht. Oder? Wir machen es so, dass wir die Mikrofone hinbringen. Nicht? Das, ja. Ja. Und Sie auf jeden Fall auch. Ja. Ist gut, dass wir ein bisschen diskutieren. Mhm. Gerade an dem Punkt. Oder Matthias, willst du hierher kommen? Also ich stimme zu, dass der prognostische Wert, also dass man sagen kann, wenn der mit 30 eine Depression hat, dann wird die sich im Verlauf der Erkrankung immer weiter verschlechtern. Das ist nicht so. Die Frage ist ja nur, gerade wenn es dann auch um den Einschluss in klinische Studien geht, ob man, wenn Sie angucken, Stage 1 und Stage 2, da ist ja von psychiatrischer Symptomatik keine Rede. Ich behaupte erstens mal, dass möglicherweise zu viele Neurologen an der Erhebung dieser Daten beteiligt sind, die unter Umständen, was zum Beispiel in einer Arbeitsgruppe nochmal zu eruieren wäre, was man bei Huntington Depression nennt. Antriebsstörung, sozialer Rückzug. Da würde ich als Psychiater sagen, wenn dann nicht auch Melancholie etc. dabei sind, dann ist es unter Umständen möglich zu differenzieren und zu sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass das Ausdruck einer beginnenden Huntington-Krankheit ist, ist relativ hoch. Und zum Zweiten wollte ich noch sagen, mich hat immer schon verwundert, dass aus Registry und Enroll-Daten, dass es da hieß, die hauptsächlichen psychiatrischen Auffälligkeiten sind Apathie, Reizbarkeit etc. Wir in Taufkirchen haben grob gesagt, eine Menge von Patienten, die auch psychotische Symptome haben, die aber in den allgemeinen bisher veröffentlichten Daten eine Wahrscheinlichkeit von, was weiß ich, 0,1% haben. Und das mag daran liegen, dass viele Menschen, die schon in fortgeschritteneren Stadien sind, wie wir sie häufig in Taufkirchen sehen und gesehen haben, dass die dann gar nicht in solchen Studien erfasst sind. Das ist sicher so. Deswegen ganz wichtig, dass ergänzt wird, das Bild, was wir haben, durch andere Sachen. Und es ist eine Frage der Entwicklung weiterer Werkzeuge. Ich meine, all diese Sachen hier zum Beispiel, Butan, Volumen, vergleichen, das sind nicht in Stein geschriebene, für immer bestehende Sachen, sondern Marker, die heute auf dem gegenwärtigen Stand des Wissens hilfreich sind. Ihre Frage. Das kann man. Erstmal, ich finde die Diskussion toll. Das ist genau das, worauf ich hinaus wollte. Es ist ein bisschen, hoffe ich, dass dieses Dia das ärgert. Ich habe also genau das versucht habe, dass man neuropsychiatrische Veränderungen etwa 12 Jahre vorher häufiger auftritt. Ist das das, was Sie meinen? Sie sagen, das Stating-System leuchtet mir ein vom Konzept her, aber mir ist das nicht konkret genug. Ich möchte Zahlen dazu.
Nicht idealerweise, dass man sich ein besseres Bild machen kann, so eine Art Modell von der Erkrankung. Soweit ist dieses Staging-System noch nicht. Das ist ein anderer Versuch, Modelle zu machen, wo auch Zeitlinien dabei sind. Zu den Modellen würde dazugehören, zum Beispiel die Anzahl der CRG-Wiederholungen, auf deren Bedeutung der Herr Carsten vorhin hingewiesen hat, sodass es Modelle gibt, in der Tat, was man erwarten würde, üblicherweise. Die Schwierigkeit bei diesen Modellen ist, dass wir ganz sicher nicht alle Daten erheben, die wichtig wären, um präzise für den im Einzelfall zu sagen, was ist das. Carsten hatte vorhin gezeigt, die große Streuung bei 40 oder 42, das häufigste ist 43 in Registered in all CRG-Wiederholungen. Und da gibt es schon wieder gibt es eine gewaltige Streuung der im Einzelfall. Nicht, dass man das nicht schrittweise aufklären könnte. Es gibt Umweltfaktoren, die dort wichtig sind. Es gibt genetische Faktoren, die dort wichtig sind. Beides entscheidend. Ja, es ist genau die Diskussion, die ich anregen wollte dadurch. Und tatsächlich ist ja die Frage, wie wir mit psychiatrischen Veränderungen da eigentlich sind. Auch psychiatrische Arbeiten mit eingeflossen, die dort mit ausgewertet worden sind. Also ich weiß nicht, ob das das einzige Problem ist, aber sicherlich gibt es auch einen Bias. Das kann sicherlich sein, auch bei den schwer erkrankten und psychiatrischen Patienten. Das sehe ich auch so. Trotzdem ein Diskussionspunkt, glaube ich, den ich damit einmal ein bisschen darstellen wollte. Neues zur Pathogenese, zur Erkrankungsverlauf. Gibt es zu dem ersten Punkt noch Fragen oder haben wir das ausreichend diskutiert? Soweit ganz gut diskutiert, ne? Hierzu möchte ich versuchen, einen Fokus zu machen auf neuere Erkenntnisse, die uns vielleicht auch für die neuen Therapien relevant sind, weil sie vielleicht bei dem einen oder anderen Ansatz gar nicht so richtig wirken oder wir das noch gar nicht wissen, wie gut sie dort wirken. Das erste soll die somatische Expansion sein. Was heißt das? Was ist das? Wir haben bis jetzt über die Repeat-Zahlenmessung im Blut gesprochen. All diese Repeats, die wir bis jetzt besprochen haben, eben in der Grafik, das sind die Repeat-Zahlen, die bei jemandem in der genetischen Testung bei der Blutabnahme festgestellt worden sind. Und diese Blutwerte sind relativ stabil, recht stabil. Es wird nicht dazu führen, dass ich, wenn ich nach 10, 20 Jahren das nochmal messe, dass sich tatsächlich dort etwas relevant verändert, dass diese Repeat-Zahl sich verändert. Das kann aber im Gewebe, dort wo das Huntington-Gen häufiger gebraucht wird, anders sein unter Umständen. Und gerade im Gehirn wird das Huntington-Protein häufiger gebraucht und wird das Gen häufiger abgelesen. Und wir haben früher immer gedacht, im Gehirn, da teilen sich die Nervenzellen nicht, die bleiben stabil, die verändern sich nicht und das stimmt nicht. Das mussten wir inzwischen lernen. Das sind nicht ganz neue Befunde, das hat man auch schon relativ früh nach der Entdeckung des Gens festgestellt. Aber es wird so ein bisschen die Bedeutung dessen in letzter Zeit deutlicher. Man hat festgestellt, dass immer wenn das Gen abgelesen wird, es dort zu Fehlern kommen kann und es solche Loops hier, solche Schleifenbildungen auftreten können, die dann repariert werden. Und da gibt es verschiedene Werkstoffe, die das reparieren können. Hier FAN 1 aufgelistet, aber es gibt auch noch andere, MNH3 und andere. Und die können das Gen mehr oder minder intensiv reparieren und falsch reparieren und auf einmal diese Schleife dort so einbauen, dass es auf einmal länger wird. Ist das verständlich? Und das kann dazu führen, dass es im Gewebe, im Gehirn manchmal viel längere Repeat-Zahlen gibt als im Blut. Und das hängt davon ab, wie lang die Repeat-Zahl ist und wie alt jemand ist. Je älter ich werde und je länger die Repeat-Zahl ist, umso drastischer ist der Effekt. Und es hängt auch von diesen Reparaturmechanismen ab, die unterschiedlich wirken können. Die Vanessa Wieler aus Harvard, aus Boston, hat da schon vor einigen Jahren hier einfach mal zwei, drei Fälle vorgestellt, hat gesagt, hier habe ich jemanden mit 47 CRG-Repeats, der hat einen Erkrankungsbeginn mit 25 und hier habe ich jemanden mit 47 CRG-Repeats, der hat einen Erkrankungsbeginn mit 41. Und das, was man sieht, ist, dass hier bei dem, der viel früher erkrankt ist, diese Repeats im Gehirn viel länger geworden sind. Anders als bei dem hier. Ich glaube, das sieht man ganz gut. Ja? Und hier unten ein ganz ähnlicher Fall.
Erkrankungsbeginn 72 und mit 41, und einmal mit 30, mit 41. Auch die Repeatzahl hier viel länger, also die somatische Expansion, die Verlängerung im Gewebe viel, viel länger, sodass das anscheinend ein ganz relevanter Faktor ist für diese große Streuung, die wir doch zu Anfang gesehen haben. Warum mit der einen mit 42 Repeats viel, viel früher als der andere erkrankt? Wir haben in Bochum mit der Vanessa Wieler zusammen das auch im Gewebe untersucht, in verschiedenen Hirnregionen, aber auch in Leber und in anderen Organen, und haben festgestellt, dass es da ein bestimmtes Muster gibt, dass bestimmte Hirnareale mehr oder minder dieses Muster ausprägen und diese somatische Expansion zeigen. Wesentlich durch die Enrol-Studie, wieder Arbeitsarbeit, konnten, weil dort einfach so viele Leute mitmachen, und das ist eben so wichtig, dass dort so viele Leute mitmachen, man Gene untersuchen und feststellen, die dort einen Einfluss haben. Genau diese Reparaturgene, die man dort hat, die ich jetzt eben schon genannt habe, ist FAN1, MLH3 und andere, MLH1, die tatsächlich eine Rolle spielen sollen. Und das hat inzwischen dazu geführt, dass es Firmen gibt, die genau das angehen wollen und genau diese Mechanismen behandeln wollen und angreifen wollen, als dann behandeln, Triplets Therapeutics oder auch andere. Bevor wir das machen, vielleicht nochmal eine kleine Ergänzung dazu. Diese Ausdehnung der CRG-Wiederholungslänge im Körper, in bestimmten Körperzellen, könnte eine Erklärung dafür sein, warum es in einzelnen Hirn- und Anteilen, zum Beispiel im Striatum, zu besonders viel Schaden kommt, oder warum das Gehirn besonders betroffen ist. Es müsste also geklärt werden, und ich komme gerade von einer Tagung, wo sehr schöne Ergebnisse dafür vorgestellt worden sind, ob die Zellen, die besonders verletzlich sind, in der Tat mehr CRG-Wiederholung haben. Wenn man sich das anguckt, jetzt im Gehirn speziell, Carsten hat es gesagt, gibt es Unterschiede zwischen verschiedenen Regionen. Das weiß man. Aber jetzt geht es noch eine Stufe tiefer gegangen und hat sich einzelne Zellen angeguckt. Es sind die Zellen, die aus diesem Hirnanteil, dem Striatum, heraus projizieren. Und die sind es auch, die in erster Linie absterben im Rahmen der Erkrankung. Und die zeigen diese somatische Expansion, während die Zellen, die verschont bleiben, relativ gesehen, die Interneuronen, und Gliazellen, also Stützgewebe, Hilfsgewebe dafür, diese Sache nicht zeigen. Also das ist ein ganz entscheidender, weiterer Einblick in die Bedeutung davon. Und Carsten wird jetzt genau darauf eingehen, warum diese Verlängerung im Körper nicht nur erklärt, warum die Erkrankung relativ lange braucht, bis sie sich bemerkbar macht. Wesentlicher Punkt, ein wesentlicher Treiber dafür, sondern auch, warum es dann, wenn es zu sehr großen Veränderungen und Verlängerungen kommt, auch dazu kommt, dass Phänomene auftreten, die man nur bei Menschen, die zum Beispiel die Huntington-Erkrankung sehr, sehr früh bekommen, Juvenil. Und Carsten wird jetzt genau darauf eingehen. Einer der Mechanismen, wie es zu einer Zellschädigung kommt. Die Zellen müssen ja irgendwann ihre Funktion einstellen oder so beeinträchtigt sein. Und das zu verstehen, gibt uns Ansatzpunkte für zukünftige Behandlung. Also nochmal zur Wiederholung. Der erste Ansatzpunkt ist der Prozess des Längerwerdens der CRG-Wiederholung selber. Und da kennen wir Maschinerie, Teile der Maschinerie bereits. Der zweite Punkt ist zu verstehen, wann, warum schädigen diese veränderten Genprodukte dann Zellen. Und einer der Mechanismen erklärst du dann. Sehr gerne, du hast schon darauf hingewiesen. Eine Arbeit von Herrn Neueder zusammen mit der Jill Bass aus London, Herr Neueder jetzt Ulm, wo er nur das Exon 1 untersucht hat, also nur den ersten Teil des Proteins, des Gens,
Dort, wo diese CRG-Verlängerung sitzt, das Huntingtin-Protein ist sonst noch viel, viel größer und hat mehrere Exone, wie man das nennt. Zeige ich gleich auch nochmal ein Dia. Und nur im Exon 1 ist eben diese CRG-Verlängerung und die scheint besonders, man sagt, toxisch zu sein, also besonders schädlich zu sein. Und wenn man das getrennt untersucht, sehr schön hier, dann sind das diese blauen Punkte hier, das sind die Exon 1, sind Exon 1 Fragmente und die treten besonders häufig bei Kindern und Jugendlichen auf, die erkranken. Also es ist bei Juvenilerkrankten, bei Kindern besonders häufig und scheint besonders eben diese aggressive Verlaufsform zu widerspiegeln. Das, weshalb ich das auch zeige, ist die Frage, wiefern wir diese somatische Expansion und auch diese Exon-1-Pathologie tatsächlich mit den Medikamenten, die wir im Moment testen, wo wir gleich im nächsten Teil darüber sprechen, erfassen. Manche dieser Medikamente greifen gerade diese Exon-1-Pathologie zum Beispiel gar nicht wirklich an. Unsere Antisense zum Beispiel würden die gar nicht vollständig erfassen, zum Teil wahrscheinlich, aber gar nicht vollständig. Bei der somatischen Expansion ist es meines Wissens so, dass die Antisense zum Beispiel auch dort durchaus wirken können. Sie, glaube ich, da von dem Jeff Carroll relativ neu präsentiert. Aber auch das ist, glaube ich, nicht alles hundertprozentig. Also die Frage ist, diese neuen Erkenntnisse, deshalb zeige ich sie, könnten eben auch uns erklären, warum manche Medikamente nicht vollständig wirken oder vielleicht wie weit, was da wirklich der relevanteste Ansatz ist, können wir gar nicht genau sagen. Ist das jetzt tatsächlich der Hauptansatz? Wahrscheinlich nicht, aber es ist ein Limit. Okay. Es gibt aber eine Frage, die möchte ich kurz hier vorlesen. Und zwar möchte Doris wissen, bezüglich der Veränderung des CRG-Wertes im Laufe der Erkrankung, das habe ich nicht ganz verstanden. Bedeutet das, dass der CRG-Wert um einen Gehirn höher oder auch geringer sein kann und dass im Laufe des Älterwerdens der CRG-Wert sich verändert und höher wird? Kurz gesagt, ja. Im Gehirn, ja, aber eben nicht im Blut. Es macht also jetzt keinen Sinn, jetzt sich die Blutuntersuchung nochmal zu wiederholen. Das ist eine häufige Frage dabei. Ja, aber im Gehirn scheint es dazu zu kommen, dass je länger man krank ist, je älter man ist, je höher die Repeatzahl ist und dann eben von diesen Reparaturmechanismen abhängig die Veränderung größer werden kann, bis zu mehreren hundert Repeatzahlen. Ja. Das kann man messen. Also die Frage war, wie kann man das überhaupt messen? Das ist natürlich eine völlig berechtigte Frage, normalerweise komme ich dran. Das sind alles Untersuchungen an Gehirnen, Geweben von Menschen, die ihren Körper zur Verfügung gestellt haben nach dem Tod. Ganz entscheidend wichtig nach wie vor, dass wir diese Möglichkeit haben, solche Gewebe untersuchen zu können. Das hat uns diese Einsicht gegeben. Und in Tieren kann man natürlich auch das Gewebe untersuchen, auch das Gehirn. Da ist man zuerst darauf gekommen, weil man das einfacher untersuchen kann. Also, es findet nicht in allen Zellen in gleicher Weise statt und es braucht eine Untersuchung des Gehirns. Und da die natürlich im Leben nicht ohne weiteres möglich ist, suchen wir nach Methoden, die das widerspiegeln könnte und die nicht bedeuten, dass man ein Stück Gehirn untersuchen muss und nehmen muss. Indirekte Wege. Ganz entscheidend. Aber es ist richtig, dass das dieser Prozess des Größenwerdens, ich weiß nicht, ob es richtig ist zu sagen, eine Frage des Alters ist, eine Frage der Zeit. Ob Alterungsphänomene und Alterungsphysiologie damit eine Rolle spielt, mag sein. Aber das ist zumindest eine umstrittene Sache. Die Zeit ist das Entscheidende. Frage nochmal. Ja. Hat man, also zum Beispiel diese, ich wiederhole die Frage nochmal, die Frage war, ob es Tiermodelle gibt, wo man diese eine Vergrößerung, somatische Expansion der CRG-Länge untersuchen kann. Ja. Zum Beispiel die R6-2-Modelle, das Exon-1-Modell, wo das erste Exon mit der Expansion drin ist, zeigt typischerweise eine solche Instabilität. Also so ist es ursprünglich auch mal entstanden. Es war gar nicht die Idee, das in erster Linie als ein Modell für die Huntington-Erkrankung zu haben, sondern die Hauptidee war, ein Modell für dieses Phänomen, somatische Expansion, zu generieren. Und da kann man es beobachten. Und in vielen anderen Modellen auch. Man hat auch gelernt, das ist ja auch sehr wichtig, diese Verlängerung macht das bei Tieren schwierig, weil man die immer wieder neu charakterisieren muss. Jedes Tier muss es messen. Das ist lästig. Und deswegen, das kann man unterbinden, indem man ein CAG
was für Glutamin kodiert, durch ein CA, was auch für Glutamin kodiert, ersetzt. Das bedeutet aber, dass auf der Ebene Ihrer DNA, Ihres Genoms, man eine Unterbrechung hat. Und diese Unterbrechung hat große Konsequenzen für den Phänotyp. Es kommt auf die ununterbrochene CAG-Repeat-Länge an, für den Erkrankungsbeginn und für viele andere Phänomene auch. Also ziemlich wichtig, dass man das kennt und dass man das versteht. Es kommt nicht auf die Proteinübersetzung, sondern es kommt auf die DNA-Struktur an. Und Carsten hat ja schon gezeigt, dass es solche Schleifen gibt, Loops auf Neudeutsch. Und die DNA ist also von der Struktur her durch die Mutation verändert. Und das hat Konsequenzen. In den Zellen, wenn sie repariert werden. Also nicht in den Zellen, die sich teilen. In den Zellen, die, wie die Nervenzellen oder Muskelzellen, sich immer reparieren müssen, weil sie eben gerade nicht teilen können. Leberzellen zeigen dieses Phänomen auch. Aber der Unterschied ist, dass Leberzellen ersetzt. Die leben nicht so lange. Die werden immer wieder ersetzt. Das ist eine sehr interessante Frage. Ich wiederhole die Frage nochmal. Die Frage ist, ob man diese Instabilität, die somatische Expansion, zum Beispiel im Nervenwasser nachweisen kann. Das ist eine gute Frage. Bislang ist es weder uns noch anderen Gruppen gelungen, das zu machen. Warum? Das Hauptanteil von DNA im Liquor kommt aus den geformten Bestandteilen dort, das heißt aus den weißen Blutkörperchen. Die kommen nicht aus dem Gehirn, die kommen aus dem Blut. Und man hat also keinen großen Gewinn davon. Was man versucht ist, kleine Bläschen zu untersuchen, die aus dem Gehirn kommen, nennen sich Exosomen. Jede Zelle verstreut Partikel von sich, sogenannte Exosomen. Und die kann man untersuchen. Aber wenn man das tut, hat man häufig so kleine Stücke von DNA, dass es technisch schwierig wird, diese Ausdehnung zu messen. Das ist ein technisches Problem im Augenblick. Also wird man auf andere Gewebe wahrscheinlich ausweichen. Versucht es, ne, aber es ist extrem technisch, weil es sehr, sehr klein und sehr wenig ist. Okay, ich versuche noch ein bisschen schnell. Jetzt geht das Rechner. Hast du das? Ein bisschen schneller voranzumachen, damit wir die Pause gleich hinkriegen. Das ist das, was Bernhard eben schon meinte, Loss of Interruption, die CAA-Veränderung dazwischen. Ich habe euch hier mal das gesamte Gen eines Huntington-Proteins mitgemacht. Das sind alles hier Buchstaben C, A, G, T, C, C. In will diese vier verschiedenen Buchstaben C, A, G und T, aus denen unsere Gene bestehen. Das ist der Morse-Code unserer Gene. Und das hier links ist, ich konnte es nicht größer machen, weil es da nicht mehr drauf passt, das Huntington-Protein. Aber ich glaube, man sieht, wie viele kleine Buchstaben das sind. Und mit der Lupe ist hier oben dieser rote Bereich. Das ist das Exon 1, da sind die CAGs, das sind die CAG-Verlängerungen. Das ist hier rausgezoomt, genau, mit der Lupe. Man sieht hier eben jemanden, der hat, man kann das nachzählen, 42 mal CAG hintereinander. CAG, 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 CAG. Und hier, das Blaue, hat er einmal CAA und dann wieder CAG. Also 42 CAG, ein CAA und dann nochmal wieder ein CAG. Sowohl CAG als auch CAA, das ist das, was Bernhard eben schon sagte, ist der Code für eine Glutaminsäure. Es ist häufiger so in der DNA, dass manche Veränderungen gleiche Aminosäuren haben. Wir haben mehr Möglichkeiten, als wir brauchen in den Genen. Das heißt, das Protein, was dahinter draus entsteht, hat 44 Glutaminsäuren hintereinander. Das ist das, was wir in dem Nervenwasser hinter messen, unsere
Huntington-Werte in all diesen Studien. Das ist das, was wir seit kurzem messen können. Und da ist es 44 Glutaminsäuren. Und wir gehen bis jetzt immer davon aus, dass es damit zusammenhängt, dass das Eiweiß sich anders verkettet, dass es sich anders verklumpt und dadurch dieses Protein irgendwann im Nerven, in den Nervenzellen stört und die Krankheit entsteht. Das würde auch zum Teil sicherlich so sein. Aber interessanterweise, diese 44 Glutaminsäuren kann ich auch haben, wenn ich diesen CAA dazwischen nicht habe. Das ist das untere Beispiel. Da hat einer hier 44 CAGs hintereinander. Ist das verständlich? Da fehlt die CAA-Unterbrechung. Da sind es einmal 44 in einer Reihe. Hier sind es 42 in einer Reihe. Und bei beiden kommt hinterher 44 Glutaminsäuren raus. Aber es führt dazu, dass der eine ungefähr 9,5 Jahre vor dem anderen erkrankt. Das heißt, es scheint nicht nur auf die Glutaminsäure, auf das Eiweiß hinten anzukommen, wie lang das ist, sondern es scheint auch darauf anzukommen, wie lang die ununterbrochene CAG-Repeat-Länge ist. Also scheint es nicht nur aufs Eiweiß, sondern auch auf die RNA vorher anzukommen, der Boden, der Übertrager, die Blaupause praktisch von der DNA, die zum Eiweiß führt, wo man eben auch in der RNA diese Herpes, diese Auswölbung hier sehen kann, wenn die Repeats länger werden, wo es wahrscheinlich diese Exon 1 Veränderungen und all diese Veränderungen gibt. Ist das verständlich? Wenn CAA dazwischen ist, erkrankt man später. Fast alle Patienten haben ein CAA dazwischen, das ist der Regelfall. Es gibt nur ungefähr 1% der Patienten, die diesen Loss of Interruption, diesen Verlust der Unterbrechung, also die kein CAA dazwischen haben. Und die haben dann praktisch direkt diese CAG-Zahl und die erkranken dann früher. Ja. Die Betroffenen wäre ja wichtig zu wissen, zu rechnen, genau. Wann müssen wir damit zu rechnen, dass das in aufgenommen wird. Es wird, glaube ich, daran gearbeitet, ob das in den genetischen Untersuchungen mit aufgenommen wird. Ich glaube, es wird daran gearbeitet, es ist nicht ganz banal. Ich glaube, es wird versucht, das in nächster Zeit auch in Beratung mit einzufließen zu lassen. Okay. Ja, Herr Kreuz ist da, glaube ich. Das ist gut. Ja. Ist doch gut, auch im Bild. Ja, dann kann ich als Sprecher vom neuen Hunting-Konsortium sagen, dass das auch gerade das Thema ist, was uns momentan beschäftigt, was aber, wie ihr auch schon sagtet, eben auch große technische Schwierigkeiten einmal hinausläuft, das zu machen, das noch zum Bestimmen. Und das andere ist dann auch die Frage der Labors, weil es eine Zusatzuntersuchung ist, die dann nicht von den Krankenkassen entsprechend vergütet wird. Es ist also noch nicht Routine, aber wir arbeiten daran, weil ich auch finde, dass es gerade für uns in der genetischen Beratung wichtig ist, jemand zu sagen, sind die CAAs da oder sind die verlustig gegangen, weil es ja dann wirklich Einfluss hat auf den Erkrankungsbeginn und den Erkrankungsverlauf. Na, also das ist in Arbeit und wird auch Thema sein. Wir treffen uns im November wieder, dass wir das weiterverfolgen. Und zwar über MySequence oder über Sequenzierung. Über Sequenzierung, ja, es muss dann sequenziert werden. Sind Die sind immer an derselben, sind häufig an derselben Stelle. Also Carsten hatte gesagt, die Zahl, etwa 97% haben diese Konfiguration, die man hier sieht. Und dann gibt es noch andere Änderungen, auf die wir jetzt aus Zeitgründen vielleicht nicht eingehen. Es gibt einen anderen variablen Teil danach, der für ein anderes Eiweiß Protein manipuliert, und auch das hat einen gewissen Einfluss. Ja, gerne. Ja. Ja. Gut, also ich wiederhole vielleicht die Fragen nochmal. Die erste Frage war, wie wird das eigentlich gezählt? Die Methoden, Herr Kreuz könnte es noch besser erklären als ich, die man einsetzt üblicherweise, ist eine sogenannte PCR-Methode. Man vervielfältigt ein kleines Teil
Und in die, das Produkt, was man bekommt, kann nicht sagen, ob es Unterbrechungen gibt oder nicht. Dafür muss man das Produkt, was man dann gewonnen hat, mit einer anderen Methode untersuchen, nennt sich Sequenzierung. Dafür gibt es verschiedene Techniken. MySeq ist das, was vermutlich reicht, um das zu klären. Das ist aber eine zusätzliche Untersuchung. Man sieht das den PCR-Produkten der Größe nach nicht an. Die zweite Frage, die Sie gestellt haben, war, wenn das so ist, heißt das, dass das Protein vielleicht weniger wichtig ist als allgemein dargestellt und gesagt wird. Ja, dieses Argument kann man machen, dass ein wesentlicher Treiber für die Erkrankung möglicherweise mehr die dynamische DNA-Veränderung ist und in Folge, und das ist jetzt wichtig, allerdings auch natürlich eine dynamische Veränderung aller anderen Genprodukte. Der Messenger-RNA mit dem DORM, den Carsten vorhin gezeigt hat, und das Huntington-Eiweiß mit einer noch längeren Kette, was dann für die Zelle noch problematischer sein könnte. Also was ich damit sagen will, ist, der Treiber für die Progression der Erkrankung scheint in erster Linie die DNA-Sequenz zu sein. Das, was die Zellen konkret schädigt, sind wahrscheinlich die Genprodukte, also die Messenger-RNA und das Protein, was zunehmend, wenn Sie so wollen, toxischer wird, weil es zunehmend verändert wird. Das ist eindeutig. Genau, das war Sinn der Diskussion. Wegen Pause oder bemühe mich mal kurz die Pathologie zu Ende. Es hat auch einen Einfluss auf den Erkrankungsbeginn. Das ist genau das, weshalb ich das dargestellt und erklärt, diese Varianz auch ein bisschen vielleicht noch als Ergänzung. Okay, als letzter Punkt für diesen Abschnitt die periphere Pathologie. Bei Huntington immer als eine Erkrankung des Gehirns. Das ist eben auch natürlich ganz, ganz wesentlich. Es gibt von der Labor her und von der Forschung her Hinweise, dass es vielleicht auch Veränderungen im Gewebe gibt. Hier von Jill Bates wieder im Labor aus London bei der Maus, wo sie Veränderungen auch gerade in der Leber, in anderen Organen, Einschusskörperchen sieht. Wir haben Untersuchungen gemacht am Muskel und sehen da mitochondriale Veränderungen mit dem Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum zusammen. Das sind Sachen, die nicht auffallen, die nicht pathologisch tatsächlich, wo jemand keine Beschwerden hat. Aber die man messen kann, wo man Veränderungen im Immunsystem in den Laborsachen messen kann, wo man Veränderungen auch in der Leber in einem Atemtest messen kann, ohne dass man selber als Patient vermehrt Leberwerterhöhungen hat oder sowas. Das würde ich nicht damit im Zusammenhang sehen unbedingt. Es gibt eine Arbeit, die das sagt. Ich glaube, das könnten auch Medikamente sein. Wir untersuchen gerade das Herz, ob das Hinweise hat daraufhin, zum Beispiel einer Speckle-Tracking-Methode, wo uns auch die Stiftung mit unterstützt und wir glauben, dass im ganzen Körper eigentlich letztlich mit dem Jeff Carroll hier zusammen Veränderungen geben kann, die es wichtig ist zu beachten. Und ich glaube, damit würde ich all diese Veränderungen im gesamten Körper, aber nicht klinisch relevant, glaube ich, das ist nochmal ganz wichtig zu sagen. Damit würde ich den Abschnitt, glaube ich, beenden und das ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt für die Pause. Oder? Wir machen jetzt eine Viertelstunde Pause und 20 nach weiter. Bis gleich. So, also willkommen zurück zum zweiten Teil von den Neuigkeiten aus der Forschung. Die Grundlagen haben wir jetzt soweit verstanden. War wichtig, das noch zu wiederholen. In der Zwischenzeit gab es nochmal Fragen. In der Zwischenzeit gab es nochmal Fragen aus dem Teilnehmerkreis, die online zugeschaltet sind. Und zwar möchte jemand wissen: Gibt es Erkenntnisse über einen Zusammenhang zwischen Homocystein und Chorea? Schädigt ein erhöhter Homocysteinspiegel die Nerven oder beeinflusst die Genmutation den Homocysteinspiegel auch negativ? Und Frage von mir: Was ist Homocystein? Uiuiui. Ich hatte gehofft, dass wir aus den schwierigen pathophysiologischen Sachen jetzt in die einfacheren Studien reinrutschen und schneller vorankommen. Homocystein ja, ist ein Verb, der auch mit Vitamin B12-Stoffwechsel zu tun hat und dort verändert sein kann. Wir haben tatsächlich in Bochum, Herr Andrich,
früher eine Arbeit gemacht, wo wir es gemessen haben und das teilweise verändert gefunden haben. Ob das tatsächlich direkt eine Veränderung hat, glaube ich, kann man nicht eindeutig sagen. Ach so, okay, ein bisschen langsamer, okay. Also ob das tatsächlich ein Hinweis hat, wir haben es verändert gesehen bei Patienten, aber ich glaube, das kann man nicht wirklich daraus schließen. Und das andere, die 36 CRG-Repeats und ob das einen Einfluss haben kann, ja, das kann, glaube ich, so sein. Und das gehört Gegenstand der Diskussion, dass man genau das eben auch mit messen will und gucken will. Ich glaube, das ist aber im Moment im Fluss. Stelle ich das richtig dar? Ja. Vielleicht noch zur Homozystein-Frage. Das ist eine sehr interessante Frage. Also es gibt Hinweise, dass es, und das waren auch therapeutische Ansätze mit Cysteamin, die auf eine schwefelhaltigen Aminosäuren abnehmen. Und in der Tat, wie Carsten gesagt hat, ist unsere Beobachtung auch, dass es einen recht hohen Prozentsatz von 100% mit Vitamin B12-Mangel gibt, zellulärer Vitamin B12-Mangel. Und das ist etwas im Prinzip Therapierbares. Das ist also durchaus wichtig. Mikronutrients auf Neudeutsch, wie Vitamine, aus diesem Grunde im biochemischen Detail im Blick zu haben. Da gibt es auch noch andere Hinweise, dass andere Vitamine unter den Bedingungen der Erkrankungen vielleicht eine von Bedeutung sind. Thiamin und Biotin ist das, was diskutiert wird im Augenblick. Und das ist also durchaus eine relevante Frage für die Zukunft. Aber im Augenblick können wir nicht sehr viel belastbarer, so wie Carsten schon ausgeführt hat, für praktische Konsequenzen sagen. Aber es ist ein Vorschussgegenstand, auf jeden Fall. Gut, dann hoffe ich nach diesem schwierigen Part mit den Grundlagen kommen wir jetzt ein bisschen zu den einfacheren Parts mit den Studien. Und möchte ich für die Behandlung, die Therapie eigentlich auf die Leitlinie verweisen. Wenn man Leitlinien Huntington oder Leitlinien Chorea in Suchmaschinen eingibt, dann haben wir uns bemüht, dort als Autoren Hinweise für die Tipps zu geben. Die kommen demnächst überarbeitet raus, eine neue Version. Und dort habe ich auch letztes Mal bei dem letzten Videoseminar, was auch mal bei YouTube schon sehen kann, glaube ich, recht ausführlich versucht, so ein bisschen zur Therapie, dass wir eben mit Medikamenten wie Chorea unterdrücken, die gegen Dopamin arbeiten und dann ein Parkinsonoid auf gegenseitig machen können. Das haben wir letztes Mal, glaube ich, schon relativ ausführlich gemacht. Da will ich auf das letzte Video verweisen, weil das sonst, glaube ich, den Rahmen sprengt. Und wir haben es auch schon online, das kann man sich angucken. Kommen wir zum eigentlich spannenden Teil der Neuroprotektion, also der Schutz der Zelle und den Verlauf der Krankheit zu beeinflussen. In den Leitlinien sagen wir auch bis jetzt weiterhin, dass wir leider keine wirksame neuroprotektive oder kausale Therapie haben. Alles ist im Moment weiterhin Studien. Also im Moment haben wir weiterhin kein Medikament leider, mit dem wir die Krankheit verzögern können. Das ist das, woran wir forschen. Das ist der Ansatz, wo wir jetzt zu kommen. Bevor wir dazu kommen, möchte ich einmal verschiedene Studienphasen erläutern, weil das immer wieder ein Punkt ist, den man, glaube ich, einmal verstehen muss. Man kann das auch bei hier Online-Bibliotheken nachgucken. Was ist eine Phase 1, also Phase 2 oder Phase 3 Studie? Wichtig ist das zu verstehen, weil wir bei diesen ganzen Studien, über die wir gleich sprechen, sind wir im Moment hauptsächlich bei einer Phase-2-Studie. Es hat jetzt eine Phase-3-Studie gegeben, die Roche-Studie, die leider negativ war, eher geschädigt hat, als zu helfen. Leider. Die meisten anderen Studien sind Phase-2-Studien. Phase-1-Studie sind meistens gesunde Freiwillige, Leute, die sich bereit erklären, Blutabnahmen, massive EKG-Untersuchungen, viele Untersuchungen zu machen, um dort auch zu gucken, wie das Medikament im Blut aufgenommen wird, wie es verteilt wird. Das ist diese Pharmakokinetik und Pharmakodynamik, wie lange dauert es, bis so ein Medikament den höchsten Gipfel im Blut erreicht hat, wenn ich das einnehme als Tablette. Solche Sachen dann in den Phase 0, in den Phase 1 Studien einmal. Phase 0 ist eigentlich erstmal sind auch Tierversuche natürlich vorher solche Sachen. Phase 2 Studien sieht man dann schon, sind meistens auch kleinere Studien mit 50 bis 200 Teilnehmern, 70, 80, 100 Teilnehmern, die mehrere Wochen oder Monate untersucht werden. Also auch nicht ganz so lange.
Und hier geht es auch wesentlich nochmal um Verteilung des Medikaments und auch um Nebenwirkungen. Kann dieses Medikament in verschiedenen Dosierungen, das ist das Besondere bei der Phase 2-Studie, dass man verschiedene Dosierungen eines Medikaments macht und bei der Dosis guckt, kann das, welche Dosis ist verträglich? In welcher Dosis habe ich keine Nebenwirkungen mehr und habe ich keine Laborveränderungen mehr, keine EKG-Veränderungen mehr? Also Leute, die sich zur Verfügung stellen, bereit erklären, dass das an ihnen versucht wird, wie das Medikament verträglich ist. Und es ist meistens so, dass man mit einer niedrigen Dosis mit nur ein paar Leuten, 20, 25, 30 Leuten anfängt und diese Leute dann erstmal untersucht eine Zeit lang, recht intensiv. Wie man untersucht, hängt auch davon ab, was man schon vorher weiß über das Medikament. Man in dem Tierversuch gesehen hat, dass es die Nerven schädigen kann, wie wir das jetzt bei einem Medikament haben, oder es aufs Herz wirken kann. Davon hängt das ab, welche Untersuchungen man in der Phase 2-Studie auch vor allen Dingen macht. Und wenn man in dieser niedrigen Dosis, dass das dann unverträglich ist, dann geht man meistens eine etwas höhere Dosis und dann vielleicht nochmal einen Schritt höher. Das hängt dann davon ab, wie diese Phase 2-Studie aufgebaut ist. Verschiedene Dosierungen in kleinen Gruppen sehr intensiv untersucht. Das kann man sich für Phase 2-Studie merken. Phase 3 ist dann die Studie, bei der es darum geht, ob das zugelassen wird. Das ist eigentlich das, wo wir hinwollen. Das hat man jetzt bei den Corona-Impfstoffen ja auch, glaube ich, ganz gut miterlebt. Das waren dann Phase-3-Studien, wenn es danach eine Zulassung gibt. Dazu muss ich mehrere hundert in der Regel Patienten machen. Bei den Huntington-Studien sind es meistens 600, 800 Patienten, die bei diesen Studien mitmachen, wenn wir die haben. Und die dann auch eine längere Zeit, Monate bis Jahre. Da die Huntington-Krankheit sich eben nur langsam verändert, muss ich die Studie auch etwas länger machen, 2, 3 Jahre, weil ich sonst ja nicht feststellen kann, ob es eine Veränderung gibt über die Zeit. Das ist das, weshalb die Forschung so lange dauert. Es liegt auch ein bisschen an der Erkrankung, dass sie eben sich langsam verändert. Wenn ich eine Krankheit hätte, die sich viel, viel drastischer und viel dramatischer verändern würde, müsste ich die Studie auch nicht so lange machen. Ist das verständlich? Da muss ich vorher genau sagen, was ich verändert haben will. Das ist ein sogenannter primärer Endpunkt. Das ist ein statistisches Problem, weil wenn ich 100 Sachen untersuche und dann hinterher eine Statistik mache, dann sind dahinter auch immer welche Sachen positiv, die vielleicht gar nicht wirklich positiv sind, die zufällig verändert sind und wo ich zufällig ein positives Ergebnis, statistisch ist ein mathematisches Problem. Das heißt aber gar nicht unbedingt, dass das Medikament tatsächlich hilft. Deshalb muss ich vorher festlegen, was mein primärer Endpunkt ist, was ich tatsächlich verändert haben will in meiner Studie. Und da gibt es bestimmte Messwerte, die auch von den Behörden vorgeschrieben sind, von der FDA in den USA oder der EMA in Europa. Das sind die beiden wesentlichen Behörden, die uns sagen, was sie für Werte haben wollen und wo wir die Studien hinterher vorlegen müssen oder die Pharmafirmen die Studien hinterher vorlegen müssen und die dann alle Daten sich anschauen, ob das tatsächlich erreicht worden ist und ob dann ein Medikament wirklich zugelassen wird. Es kann mehrere Phase-2-Studien geben. Es kann sein, dass ich in einer Phase-2-Studie mehr Nebenwirkungen habe und ich das nochmal verändern muss oder nochmal einen Wert dazwischen machen. Deshalb kann es mehrere Phase-2-Studien geben, bevor man dann in die entscheidende Phase-3-Studie geht. Ich glaube, das einfach als Überblick an Erfolg fürs Verständnis. Ist das klar? Gut, dann mache ich noch ein, zwei Dias, mein Lieblingsdia. Eine Zelle soll das sein. Und normalerweise haben wir außen verschiedene Rezeptoren, diese Ys, und das sind das, wo Rezeptoren, wo viele Medikamente wirken. Viele dieser Medikamente, die wir heute haben, wirken außen an Rezeptoren oder an den Mitochondrien, diese Kraftwerke der Zelle. Und wir haben in der Vergangenheit viele, viele Studien gemacht, mit denen wir versucht haben, die Eiweiße aufzulösen, diese Aggregate da in der Zelle drin, die Eiweiße aufzulösen, die Mitochondrien zu unterstützen, an den Rezeptoren zu wirken. Und all diese Studien waren leider negativ. Ähnlich wie bei Alzheimer, Parkinson und anderen neurodegenerativen Erkrankungen auch, haben wir versucht, den Stoffwechsel der Zelle oder der Immunzellen in der Umgebung der Zelle zu beeinflussen, was bis jetzt nicht hilfreich war. Auch hier forscht man weiter, zum Beispiel die Pridopidin-Studie, die Proof-Studie dort unten umkringelt, ist ein Medikament, was an Rezeptoren, am Sigma-1-Rezeptor und auch an anderen Mechanismen wirkt und darüber den Eiweißabbau, BDNF, andere Faktoren, den Stoffwechsel der Zelle günstig beeinflussen soll. Da gibt es viele Daten inzwischen. Diese Studie läuft, das ist auch gut so, und die wirkt auf den Stoffwechsel der Zelle.
Eine andere Studie, die auf den Immunmechanismus wirkt, etwas, wo wir in Bochum auch im Labor sehr viel dran forschen, ist hier die Annexon-Studie, ein Komplement, ein Stru-Inhibitor, der, glaube ich, demnächst anfangen soll oder angefangen hat. Da bin ich nicht ganz aktuell. Anfangen soll, glaube ich. Und den Immunmechanismus beeinflussen soll und dadurch günstig auf die Zelle und die Umgebung wirken soll. Das Besondere ist aber bei Huntington, dass wir ja eigentlich wissen, dass das eigentliche Problem hier im Zellkern in der DNA liegt, dieser kleine rote Balken dort, dass wir dort die Chromosomen haben auf der Seite und da auf dem Chromosom 4 diese kleine Veränderung, die ich eben gezeigt habe, diese Repeats da oben, CAGs, die dann verlängert sind. Und da haben wir natürlich im Vergleich zu anderen Erkrankungen, wissen wir genau, dass es daran liegt. Und natürlich war schon seit man das Gen entdeckt hat, die Idee, eigentlich müssen wir daran. Eigentlich müssen wir dahin, weil das ist ja die Ursache. Das ist aber nicht ganz banal. Wenn man sich in jeder Zelle des Körpers sind alle Informationen für den gesamten Körper drin, die ganzen 46 Chromosomen haben in jeder Zelle die gesamte Information. Wenn ich die auseinanderribbeln würde hier und hintereinander legen würde, dann ist das von einem Menschen ungefähr die Strecke 130 Mal von der Erde bis zur Sonne. Grob geschätzt, das kann man natürlich nur abschätzen. Die CAG-Wiederholungen da drin, die, weiß ich nicht, sind vielleicht 5 Zentimeter, ich habe keine Ahnung, vielleicht auch 1 Meter, ich habe keine Ahnung, wie viel das wäre, aber ich sage das, um so ein bisschen deutlich zu machen, wie groß das ist. Wir fliegen demnächst auf den Mars, aber das kriegen wir immer noch nicht hin. Aber vielleicht, wenn man sich das so ein bisschen deutlich macht, dann wird es vielleicht deutlich, warum das so schwer ist. Und dass es auch so schwer ist, dass man genau an der richtigen Stelle ist. Und wir müssen mit all diesen Medikamenten, wo wir damit hinwollen, nicht nur durch die Blut-Hirn-Schranke durch, wir müssen durch die Zellmembran hier von der Zelle durch, wir müssen dann in den Zellkern und dann bei dem Gen auch nur an diese Stelle und möglichst an keine andere. Wenn man im Tierversuch, das macht ein Tier künstlich einen Schalter davor baut, den hat der Mensch nicht, das ist wichtig zu verstehen, das Schalter hat man künstlich beim Tier mit eingebracht und dann die Maus krank werden lässt und den Schalter dann ausschaltet, dann scheint sie sich teilweise wieder zu erholen. Also es scheint teilweise zu sein, dass die Eiweiße, die Veränderungen, die dort passieren, zum Teil reversibel sein könnten. Wie weit, weiß niemand. Das ist ein Experiment. Aber das lässt natürlich ein bisschen hoffen, dass vielleicht Zellen, die sogar schon ein bisschen verändert sind, sich wieder teilweise erholen könnten, wenn man das tatsächlich grundsätzlich hinkriegen würde und wenn man den Mechanismus tatsächlich grundsätzlich so gut verstehen würde. Und dazu zeige ich immer ganz gerne meinen Studenten ein Bild, was mit Hirnatrophie zu tun hat. Weil die Zellen, die abgestorben sind, was wir eben gehört haben in den Studien, Predict und Track, wo wir sagen, 12, 15 Jahre vorher Veränderungen, die können wir natürlich nicht zurückbringen und die können wir nicht heilen. Aber die Frage ist, wie relevant ist denn dieses Absterben der Zellen tatsächlich? Ist das Absterben der Zellen so wesentlich oder ist es relevant, dass die Zellen, die da sind, gut funktionieren? Und da gibt es hier eine schöne Arbeit vom Lancet, das ist eine sehr hohe wissenschaftliche Zeitung aus 2007, von einem Fall, von einem einen französischen Postangestellten, der ein normales Leben lebt mit 2 Kindern und bei der Post angestellt ist und der als Kind einen Hydrocephalus, also einen Wasserstau im Gehirn hat. Und diesen Wasserstau behandelt man dann mit solch einem Katheter. Man sieht hier oben den Rest von diesem Shunt, sogenannten Shunt, wo das Nervenwasser abfließen kann, damit es nicht zu sehr aufs Gehirn drückt. Aber wenn man das eben als Kind schon hatte, dann haben viele dieser Kinder eine sehr ausgeweitete Erweiterung der Nervenhohlräume. Alles, was man hier auf dem Bild sieht und schwarz ist, ist Nervenwasser. Und nur das hier am Rand, das ist das Gehirn dieses Patienten. Das Gehirn ist also massiv zusammengedrückt durch das Nervenwasser. Hier von vorne das Ganze mal gesehen, das ist alles Nervenwasser. Hier am Rand, das ist Gehirn, das von der Seite, das ist ein Auge, das ist die Nase, hier vorne der Oberkiefer. Und hier ist das Gehirn, alles andere ist Nervenwasser. Und er funktioniert eigentlich ganz gut. Der IQ ist nicht sehr hoch, aber er kann damit ganz gut leben. Also die Frage ist, wir haben auch häufig ältere Patienten, die schon einen Nervenzellverlust haben, wo man das im Bild sieht, die aber ein ganz normales Leben leben.
Die Frage ist also, ist es eher die Dysfunktion der Zelle, dass sie nicht richtig funktioniert, oder tatsächlich das Absterben der Zelle? Wenn wir das Huntington-Protein reduzieren wollen, hat das aber auch normale Funktionen. Und wenn wir das die normale Funktion unterdrücken im Tierversuch und bei der Maus beide Allele, das vom Vater und von der Mutter hier, beide ausschalten, dann stirbt die Maus in der Embryonalphase. Das Huntington-Protein scheint also eine ganz wichtige Funktion für das Gehirn zu haben, für die Gehirnentwicklung. Es gibt ungefähr 400 andere Proteine, mit denen es interagiert. Wir wissen gar nicht genau, welches das Wichtigste ist, aber gerade für die Gehirnentwicklung scheint es eine wichtige Rolle zu spielen. Wenn man das dann später ausschaltet, dann gibt es auch noch Veränderungen. Noch später scheint es nicht unbedingt Veränderungen zu geben. Und wichtig, es gibt Menschen, bei denen man durch Zufall entdeckt hat, dass sie eins dieser Allele vom Vater oder Mutter gar nicht haben. Also nur ein Allel haben, sagt man ja immer, das eine ist Allel kommt vom Vater, das andere von der Mutter, und die haben zufällig eins gar nicht und sie führen ein ganz normales Leben. Deshalb glaubt man, dass wenn man dieses Huntingtin-Protein beim Erwachsenen bis zu 50% reduziert, man hoffentlich keine Nebenwirkungen hat und keine Schädigung, dass man es eben einen Teil reduzieren kann, ohne dass man Nebenwirkungen hat. Aber wenn man ein Medikament hat, was beide Allele unterdrückt, das heißt dann nicht allelselektiv, da haben wir gleich verschiedene Medikamente, manche können das, manche nicht, die meisten können es nicht, weil das sehr schwierig ist, die nicht allelselektiv sind, dann geht man davon aus, dass man nur dosisabhängig ein bisschen unterdrückt und nicht zu doll, weil man sonst vielleicht zu doll schädigt und das Protein dann fehlt. Wenn man ein Medikament hat, was allelselektiv wirkt und wo man versucht, nur das verlängerte, das krankmachende Allel zu unterdrücken, dann kann man es versuchen, ganz zu unterdrücken. Ist das verständlich? Unterschied nicht allelselektiv und allelselektive Unterdrückung, und die nicht allelselektive eben versucht man mit einer Dosis nicht hundertprozentig zu unterdrücken. Das noch als Übersicht, und dann würde ich erstmal an Bernhard weitergeben. Eine schöne Übersicht von Sylvia Serra-Tabrizi aus London. Man kriegt schon mit, sie ist sehr aktiv. Wieder eine Zelle. Das Blaue ist der Zellkern. Und hier vereinfacht nur einmal ein Chromosom, ein Allel mit der CAG-Verlängerung, die verlängert ist und krank macht. Und dann, jedes Mal, wenn das Protein gebraucht wird, wird davon eine Blaupause gemacht. Und diese Blaupause ist dann die mRNA, die Messenger, die Botschafts-RNA. Und die geht dann raus aus dem Zellkern. Und daraus wird dann das Protein hier hinten, dieser Knäuel, hergestellt. Den Knäuel können wir messen. Das ist das, was wir in vielen dieser Studien demnächst, die wir jetzt gleich zeigen, messen und gucken, wie viel von dem Huntington hier hinten denn angekommen ist. Wenn ich hier eine CAG-Verlängerung habe, die krank macht, dann habe ich in der Kopie, wenn sie abgelesen wird, eine CAG-Verlängerung spiegelbildlich, und hier vermehrt Glutaminsäuren. Haben wir eben schon gelernt, CAG ist der Code für eine Glutaminsäure. Habe hier verschiedene Glutaminsäuren, die sich anders falten, das Protein sich anders faltet, mit anderen Proteinen verklumpt und die ganze Zellfunktion, die Mitochondrien, das Ablesen anderer Gene und ganze Zellfunktion stört, bis sie eben tatsächlich dann nicht mehr richtig funktionieren kann. Und wenn das in vielen Zellen passiert, dann kommt es zu Beschwerden der Erkrankung oder eben irgendwann stellt die Zelle dann auch ab, weil sie nicht mehr richtig funktionieren kann. Am schönsten wäre es wahrscheinlich, wenn wir direkt hier vorne bei der DNA behandeln könnten und damit praktisch an der Wurzel direkt die DNA behandeln könnten. Das ist nicht ganz einfach. Dazu gibt es im Wesentlichen zwei Ansätze, diese CRISPR-Cas, die Genschere, und die Zinkfingerproteine, das ist hier aufgeführt. Die Zinkfingerproteine, die Firma Takeda, ist dabei und will erste Untersuchungen in den nächsten Jahren machen, glaube ich, kann man sagen. Ist auch mit Vorbereitungen dabei, wo wir mit der Firma diskutieren. CRISPR-Cas gibt es viele Labore, die daran forschen, diese Genschere, um das zu reparieren, das Gen zu verändern. Meiner Einschätzung nach im Moment noch unsicher wirkt es, die CRISPR-Cas schneidet noch an ganz vielen anderen Stellen im Gen und ist das noch relativ schwierig, aber daran wird geforscht. Im Moment gibt es die Ansätze, die direkt an der DNA ansetzen, leider noch nicht. Wir haben aber verschiedene Ansätze, die an der mRNA ansetzen. Und die wollen wir jetzt
in den nächsten, nächsten Folien durchgehen zu sagen. Es gibt die kleinen Moleküle, Small Molecules. Das ist vor allen Dingen von Novartis mit dem Branaplan und die Firma PTC, Tabletten oder ein Saft, mit der dann diese Veränderung der RNA, dieser Reifung, Splicing genannt, gestoppt wird und dadurch das Huntington-Protein hergestellt werden. Beide Studien laufen gerade an. Bei der ersten haben wir schon erste Nebenwirkungen, gehen wir gleich darauf ein, mit der Polyneuropathieentwicklung bei dem Branaplan. Wäre natürlich toll, eine Tablette oder ein Saft, mit dem ich dann die Gene in meinem Gehirn verändern kann. Wie wäre das denn? Ja, bis vor kurzem Science Fiction, sagt der Jeff Carroll. Aber diese ersten Phase 2 Studien, bei denen es jetzt erstmal um Nebenwirkungen geht, wo natürlich noch viele Nebenwirkungen auftreten können. Und ich glaube, das ist eben das, was die neue Phase ist, in der wir jetzt sind mit diesem Medikament, dass wir jetzt verschiedene Studien machen und verschiedene Nebenwirkungen auch beobachten bei den Medikamenten. Das wird weiter so sein. Daraus müssen wir lernen, neue Dosen machen. Vielleicht gleich mal. Das eben hier die Small Molecules. Die iRNA, Interference RNA, das ist eine RNA, die eher reguliert und eher das Ablesen etwas reguliert. Auch in einer ersten Phase 2 Studie, die Firma Unicure. Das ist diese RNA geht nicht von alleine in die Zelle und muss mit einem Virus als Transportmittel, als Vektor, als trojanisches Pferd in die Zelle eingebracht werden, muss also ins Gehirn gespritzt werden, eine neurochirurgische Operation, bei der ich den Schädel aufbohren muss und dann ins Gehirn spritzen muss. Diese Studie läuft. Die ersten Patienten werden behandelt, haben jetzt auch in der Hochdosisgruppe ein paar Nebenwirkungen gehabt, wo wir gleich darauf eingehen, die aber alle wohl wieder besser sind. Diese Leute werden im Moment weiter beobachtet. Neue Teilnahme ist im Moment nicht möglich, weil man das erstmal gestoppt hat und die Leute erstmal beobachten. Und die Antisense-Oligonukleotide ASO, das ist das, wo wir bis jetzt am meisten drüber wissen, die beiden Ansätze, die wir am meisten haben. Das ist einmal von Roche, das Tominersen, wo wir ausführlich darauf eingehen, wo wir jetzt dann auch die rückliegenden Nebenwirkungen hatten mit Ventrikelerweiterung und der Neurofilamentwerterhöhung, also eher geschadet haben in der Phase-3-Studie, wo man eben schon eine Phase-3-Studie versucht hat und leider mit den negativen Ergebnissen, wo wir gleich darauf eingehen, die nicht allelselektiv sind. Alle anderen Ansätze, die wir gerade besprochen haben, sind auch nicht allelselektiv. Und es gibt hier einen Antisense von der Firma Wave, der allelselektiv ist und eben nur das verlängerte Allel verändern will. Auch da gab es in der früheren Studie ein paar Nebenwirkungen und keine richtige Reibersenkung. Jetzt gibt es da ganz positive Daten, wo wir, glaube ich, auch drauf eingehen und wo weiter untersucht wird. Also die Ansätze, die wir hier im Moment machen, einfach als Übersicht einmal. Und wichtig erscheint mir zu sagen, dass ich mir nicht zutraue zu sagen, welcher dieser Ansätze wirklich der beste und der am besten verträglichste zu sein wird. Ich glaube, dass wir bei all diesen Ansätzen noch lernen müssen und genau diese Phase 2 Studien jetzt brauchen und gucken müssen, wie viel auch mit der Dosis zusammenhängen mag. Und ich traue mir nicht zu, irgendwo zu sagen, der oder der ist es. Es gibt viele theoretische Pros und Cons für jedes dieser Medikamente, darüber können wir diskutieren, das können wir besprechen. Ist etwas allelselektiv, ist es nicht allelselektiv? Die allelselektiven kann ich nicht alle Patienten mitbehandeln, kann ich nur einen Teil mitbehandeln, weil die diese auseinanderhalten, nicht alle können. Aber die Pros und Cons können wir im Folgenden versuchen darzustellen. Das war eine Frage. Die Small Molecules mRNA-spezifisch sind, das kann man eigentlich gar nicht ganz, also sie wirken an verschiedenen Stellen. Also gerade das Branaplan, da kann man es eindeutig sagen, ist so, dass es ja eigentlich sogar für eine andere Krankheit entwickelt worden ist, für die spinale Muskelatrophie bei kleinen Kindern und Säuglingen, eine schwere, schwere Erkrankung. Und dafür wurde es entwickelt und da wirkt es auch auf dieses Eiweiß. Man hat dann bei diesen Studien festgestellt, dass es auch für das Huntington reduziert. Also da weiß man schon, dass es verschiedene, man würde sagen, Off-Target-Effekte, falsche Effekte hat und dass es an anderen gehen wird. Und gerade bei diesen Small Molecules ist natürlich denkbar, dass sie ja nicht nur an Genen wirken, sondern vielleicht auch an Stoffwechsel in der Leber wirken. Zum Beispiel, wenn ich es als Tablette einnehme, dass sie es vielleicht irgendwelche Lebernebenwirkungen machen oder irgendwelche Nebenwirkungen am Körper machen,
Zum Beispiel hat man bei den Bronner-Planer, bringe ich jetzt schon ein bisschen in den Tierversuchen festgestellt, dass es auch die Nerven schädigen kann. Das weiß man von vielen Medikamenten, auch viele Chemotherapeutika können die Nerven schädigen. Alkohol, Diabetes kann die Nerven schädigen, eine Polyneuropathie, das ist eine ganz häufige Erkrankung. Und das ist eben zum Beispiel jetzt ein Punkt, also das ist genau der Punkt, der Phase-2-Studien rauszukriegen. Hoffentlich gibt es keine anderen Nebenwirkungen. Erklärt das die Frage? Ja. Gibt es da noch weitere Fragen zu vielleicht? Erstmal bevor wir jetzt ins Detail gehen. Noch mehr Details. Bernhard, übernimmst du? Geht noch weiter? Ich noch mal. Okay. Hier nochmal kurz, vielleicht auch, weil das ja wichtig ist. Das eine nur Tabletten oder Saft, das eine nur Operation, so eine ganz andere Sache natürlich. Wenn man das nur einmal im Leben machen muss, vielleicht aber auch etwas, wenn es gut hilft, was es wert sein könnte. Und das andere, eine Nervenwasseruntersuchung, die Antisens-Oligonukleotide würde ich als Tablette, würde ich die verdauen. Deshalb werden sie ins Nervenwasser gespritzt, in der Lumbalpunktion, deshalb dann die Spritz. Also auch verschiedene Wege, wie das Medikament appliziert wird. Gut, die Details zum Ersten, die Small Molecules, die kleinen Moleküle, ein Saft oder Tabletten, die man nimmt. Und das ist eben genau das, was ich eben schon berichtet habe, das Branaplan von der Firma Novartis, welches man bei Kindern mit der spinalen Muskelatrophie als erstes untersucht hat und wo man da dann festgestellt hat, in den Proben, dass es das Huntingtin-Protein auch reduzieren kann, weshalb Novartis den Weg verlassen hat, auch weil es da schon andere Medikamente gibt bei den Kindern und eben das jetzt bei Huntington untersucht. Und mache immer gerne Werbung für HD-Bus, weil ich das extrem aktuell finde immer wieder und extrem gut finde. Dauert eine Nachricht, aber die das sehr, sehr drastisch geschildert ist, eine traurige Nachricht von Novartis, dass es eben mit diesem Branaplan Nebenwirkungen gab. Es hat von der ersten Kohorte, man hat mit der niedrigsten Dosis gerade erst angefangen, die ersten 25 Leute, und hat dort in der ersten Kohorte schon Nebenwirkungen gehabt, dass verschiedene Patienten nach einer gewissen Zeit, die sie in der Studie drin waren, Nebenwirkungen wie Kribbeln in den Füßen, Schwäche, Kribbeln, Polyneuropathiebeschwerden berichtet hat. Das hat dazu geführt, weil das bei mehreren war, dass man die Studie, das Medikamentengabe in der Studie, nicht die Studie an sich, aber die Medikamentengabe in der Studie abgebrochen hat und diese Leute erst untersucht werden. Das passiert im Moment. Man misst die Nerven nochmal neu. Man hat auch dort einen Neurofilamentwert. Das ist ein Wert, der immer erhöht ist, wenn Nervenzellen geschädigt werden. Und auch in dieser Studie hat es eine Erhöhung des Neurofilamentswerts gegeben, vielleicht durch diese Polyneuropathie. Und das wird im Moment untersucht. Das heißt noch nicht, dass die Studie beendet ist. Einer Einschätzung nach, wenn sich das bestätigen sollte, dass es tatsächlich zu einer Schädigung kommt, wird man sicherlich nicht in die nächst höhere Dosisgruppe gehen, sondern muss man vielleicht überlegen, ob man die Studie verändert vom Design und nochmal niedriger geht. Das wissen wir im Moment überhaupt nicht. Dazu ist abhängig, was bei den Untersuchungen rauskommt. Hast du dazu was zu ergänzen? Oder? Ja, man nimmt etwas und irgendwann wird es abgebaut. Es braucht unterschiedlich lange Zeit. Aber in Bezug auf diese Substanz von Novartis hat, ich glaube, das alle überrascht, denn die Kinder, die behandelt worden sind mit einer schweren Erkrankung, die haben dieses Phänomen, diese Polyneuropathie, die Schädigung der Nerven, nicht gezeigt. Das ist also möglicherweise auch etwas Besonderes bei Huntington-Menschen. Und das illustriert, dass man eben es nicht vorher wissen kann, bevor man es untersucht hat. Besonders, dass manche dieser Kinder bis zu 5 Jahren das Medikament schon haben. Und hier ist es nach erst ein paar Wochen aufgetreten. So deutliche Unterschiede. Die zweite Studie, die Firma PTC, eine Tablette. Und ich habe hier oben mal eingesetzt, es gibt eine Homepage, die clinicalgov.com.
clinicaltrial.gov-Seite. Man kann das eingeben. Dann können Sie auch, das kann jeder machen, und diese Seite aufrufen und kann dann als Suchwort Huntington zum Beispiel eingeben und Deutschland. Und dann können Sie sehen, welche Studien im Moment alle in Deutschland laufen. Und man kann auch unten bei Location aufrufen, welche Zentren dabei teilnehmen. Das ist nicht immer hundertprozentig aktuell, aber man kann dort auf diesen Seiten, die habe ich da mal untergelegt, gucken, wer bei diesen Studien mitmacht. Ich glaube, hier bei der PTC-Studie sind es Ulm, Bochum und Münster, die machen, glaube ich, die drei in Deutschland. Auch eine Tablette, wo wir jetzt aber gerade erst anfangen, die ersten Patienten zu rekrutieren und hoffentlich keine solche Nebenwirkungen sehen. Das müssen wir jetzt vor. Also wenn man gucken möchte, welche Studien angeboten werden, gibt es auch von der EHA und von der DHH den sogenannten Clinical Trial Finder, also auf Neudeutsch, finde Studien, an denen ich teilnehmen kann. Also auf die DHH hat das verlinkt. Ja, auf der Webseite auch. Auf der Webseite eine Übersicht, sodass es jeder einfach finden kann. Man muss nicht auf die amerikanische Webseite gehen. Wichtiger Hinweis, ich wollte den offiziellen zeigen, aber wichtiger Hinweis, es geht sogar einfacher, stimmt. Gut, damit haben wir unten die Tabletten und den Saft eigentlich schon abgehandelt, weil wir da noch gar nichts mehr zu sagen können. Die iRNA, Interference-RNA, das ist die Operation mit dem Virus. Man braucht den Virus eigentlich nur als eine Art Vehikel, um das Medikament ins Gehirn zu bekommen. Das macht man auch bei anderen Studien so. Und diese Viren passen einfach gut an Nervenzellen. Das ist wie Lego. Dann passt das gut zusammen und können dort andocken. Und dann kann diese iRNA, eine DNA-Kassette, die das iRNA bildet, ins Nervengewebe hinein. Und das ist die Unicure-Studie, wo man die ersten Patienten in den USA und dann jetzt auch in Europa untersucht hat. Münster ist hier in Deutschland ein Zentrum, was noch aktiviert wurde. Man hat aber jetzt die Rekrutierung beendet, weil es in der Hochdosisgruppe, kurz bevor alle Gruppen voll gewesen waren, eine Nebenwirkung gegeben hat mit Übelkeit, Erbrechen, einer Schwellung in bestimmten Hirngeweben, wo man nicht weiß, kommt das durch die Immunsuppression, durch den Virus oder durch das Medikament. Alle drei Patienten waren kurzzeitig im Krankenhaus, sind aber geht bei allen drei gut wieder gut und sind vollständig wieder gut und werden beobachtet weiter, wo die Beobachtung, wenn ich es richtig weiß, 4 Jahre jetzt sogar auch erstmal ist. Man da auch die Huntingtin-Werte im Nervenwasser untersucht, um zu gucken, ist das eine sichere Therapie, die dann vor allen Dingen im Striatum, im tieferen Arealen des Gehirns, praktisch dort diese Medikamente eingebracht. Damit haben wir den Abschnitt schon und würden jetzt auf die Antisense-Oligonukleotide, einmal von der Firma Ionis entwickelt, dann von Roche abgekauft, eingehen und auf die Firma Wave. Und die Antisense-Oligonukleotide sind keine ganz neue Idee. Das zeige ich immer ganz gerne. Es ist ein Huntington-Kurier, den der Jürgen Blumenschein noch ausgegraben hat von 1995. Wo schon die Antisense-Oligonukleotide als mögliche Therapie der Zukunft mit aufgeführt worden ist. Also eine Idee, die nicht ganz neu ist, die aber schwierig war, weil diese Antisense nicht immer wieder abgebaut wurden und immer wieder sich sofort vom Körper gar nicht wirken konnten, weil sie sofort abgebaut werden. Man musste erst Wege finden, die zu stabilisieren, dass sie nicht zu Nebenwirkungen führen, hoffentlich. Das ist genau das, worum es geht. Und man hat dann diesen Ionis-Antisens gesehen, das ist das Nervenwasser oder bei dem Tier, die mRNA, das Protein reduzieren kann, dass es das Überleben verlängern kann, auch die auf dem Geschicklichkeitstest, auf diesem Rotarod, die Maus in Rot, dass der besser laufen kann als unbehandelt. Und den haben wir schon gesehen. Und man hat dann eine erste Studie gemacht, mit der man dieses Medikament dann bei 46 Teilnehmern, also Phase 2 Studie, in verschiedenen Dosierungen untersucht hat. Das sieht man hier unten. Die Paare haben Placebo gekriegt, also 0 Milligramm, 10, 30, 60, 90, 120 Milligramm. Und immer erst, wenn die einen gut verträglich waren, ging es in die nächste Gruppe. Und man hat gesehen, dass das Huntingtin-Protein, also dieses Knäuel da hinten, was wir vorhin gesehen haben,
dosisabhängig weniger wird. Hier gibt es also einen Ausreißer, das sind sehr empfindliche Messungen. Auch vom Prinzip her sieht man, glaube ich, und scheint es so zu sein, dass das Medikament dosisabhängig dazu führt, dass das Huntingtin-Protein weniger wird, also das macht, was es machen soll. Und wir haben in den klinischen Daten einen gewissen Zusammenhang damit gesehen, dass wenn es deutlicher reduziert wird, es scheint auch klinisch etwas besser zu gehen. Das sind Korrelationsanalysen, die können Zufall sein. Aber wir hatten den Eindruck, dass das hilfreich sein könnte. Und das hat dazu geführt, dass man sofort eine Phase-3-Studie gemacht mit der höchsten Dosis, mit 120 Milligramm. Man hat also die anderen Dosen verlassen, weil man dachte, man möchte möglichst tief im Gehirn wirken und hohe Dosen haben. Und hat dann gleich diese Phase-3-Studie gemacht, um möglichst schnell ein Medikament zu haben. Und da haben wir eben Nebenwirkungen gehabt. Ich glaube, da übernimmst du, die wir diskutieren müssen, die eben auch kritisch sind. Gut, wir sind jetzt ziemlich weit fortgeschritten in der Zeit, aber ich glaube, es ist doch ein Thema, was die meisten interessiert. Nicht? Und deswegen gehe ich ein bisschen drauf ein. Wichtig in dem Zusammenhang, dass wir ganz transparent machen, welche Beziehungen sind zwischen Carsten und mir und der DHA. In dieser Hinsicht mit der Firma Roche, wir haben uns alle an der Erprobung des Medikaments beteiligt. Und es ist wichtig, dass das transparent gemacht wird hier. Es geht jetzt ein bisschen schnell, aber das wird ja auch verteilt werden können, sodass jeder sich das in Ruhe anguckt. Gut, Carsten hat schon erwähnt, das Programm ist jetzt nicht etwas, was neu ist. 2013 hat das Ganze angefangen. Die große Studie, Phase-3-Studie, hat angefangen 2019. Die Studie wurde, was die Dosierung des Medikaments angeht, dann unterbrochen im März 2021, lief aber weiter. Es ist wichtig zu wissen, dass die Studie eigentlich für 2 Jahre geplant war. Aber dann die Gabe des Medikaments abgebrochen wurde im März 2021, aber Untersuchungen stattgefunden haben von allen ohne Medikamentengabe, so wie es vorgesehen war. Ich werde diese Daten auch zeigen, denn das sind neuere Daten, die einen Eindruck geben, was denn passiert, wenn die Gabe des Medikaments von Tominersin gestoppt wird. Carsten hat erwähnt, dass wir eine sogenannte Phase-1-Studie hatten, davon hat er Bilder gezeigt. Und darauf waren gefolgt dann eine Fortführung dieser Phase-1-Studie und eine Vergleichsgruppe, nannte sich Natural History-Studie. Und das Ganze ist dann übergegangen in eine sehr große Studie, eben die Phase-3-Studie mit beinahe 800 Teilnehmern, die dann als eine Möglichkeit für die, die dem zugestimmt haben, eine Fortführung offen ermöglicht hat, nennt sich Gene Extension. Noch einmal also, im März 2021 wurde gestoppt und das bedeutet, dass die Daten, die ich jetzt zeige, nicht so waren, wie man es ursprünglich geplant hat. Man hat 2 Jahre Behandlung, sondern kürzer. 69. Woche, also 17 Monate Behandlung. Es ist eine Studie, die in sehr vielen Ländern stattgefunden hat, wie gesagt, mit beinahe 800 Teilnehmern. Und das Hauptergebnis war, und das hatte auch zum Stoppen der Verabreichung von Tominersin geführt, dass eine Dosisgruppe, wo dieses Medikament häufiger gegeben wurde, alle 8 Wochen, immer die gleiche Dosis, 120 Milligramm, sich ungünstig verhalten hat im Vergleich zu Placebo. Die andere, weniger häufig gegebene, 120 Milligramm, nämlich nur alle 16 Wochen, also alle 4 Monate, zeigt keinen wesentlichen Unterschied in den Verläufen. Diese Sachen zeige ich jetzt einmal, dass man sich das klar macht und was wir denn wissen. Es hat jetzt einige Zeit gedauert, bis Daten verfügbar sind, so dass man jetzt aber nahezu vollständige Daten hat, so dass es möglich ist, eine Bewertung durchzuführen von der Generation HD1-Studie. Worüber wir dann heute reden, sind die bisherigen Studienergebnisse, nämlich die weiteren Analysen von Tominersin.
und die Nachbeobachtungsphase, sowie dann die Interpretation der Daten durch die Firma Roche. Und dann werde ich Ihnen darstellen, die Entscheidung von Roche, eine Folgestudie mit Tominersen durchzuführen und anzubieten. Ich werde kurz Ihnen erläutern, was da geplant ist, nennt sich Generation HD2 auf Neudeutsch. Also eine, diesmal nicht eine Phase-3-Studie, es geht nicht um Wirksamkeitsnachweis, es geht vor allen Dingen um eine korrekte Dosisfindung, also typische Phase-2-Studie. Und dann werden wir das kurz diskutieren mit Herrn Dose und den anderen Mitgliedern des wissenschaftlichen Beirats, die hier sind. Wir haben das ja nicht zum ersten Mal besprochen. Wir haben 3 Online-Seminare der DHH zu diesem Thema gemacht. Und ist es deswegen so, dass ich jetzt die Fragen, die entscheidenden Fragen, die Sie gestellt haben, noch offen waren, diskutieren möchte, sodass es auch ein bisschen zügig geht. Also, die erste und sicher entscheidende Frage ist, wie ist es denn jetzt gelaufen? 3 Arme der Studie, Placebo, also Scheinmedikament, Behandlung mit 120 Milligramm Tominersen in den Nervenwasserraum eingespritzt, häufig, das heißt alle 8 Wochen, oder weniger häufig, alle 16 Wochen. In einem Beobachtungszeitraum von 17 Monaten. Nun, was ist jetzt passiert? Ist es zu einer Verschlechterung der Messwerte für den klinischen Zustand gekommen, ja oder nein? Und die Antwort ist eindeutig, ja. Teilnehmer in der Studie haben sich in allen 3 Armen während der Beobachtungszeit verschlechtert. Und das auf mehreren Messwerten. Jetzt ganz kurz, was sind die Messwerte dafür? Eine Total Functional Capacity ist der Funktionszustand insgesamt und ein zusammengesetzter Endpunkt, der mehrere Sachen integriert. Ich zeige Ihnen das gleich nochmal. Hier ist das, was eingeht in die Messung des Funktionszustands, Total Functional Capacity. Und viele von Ihnen werden das kennen, aber ich zeige es nochmal, dass man eine klare Vorstellung hat. Composite Unified Hand Disease Rating Scale ist ein bisschen komplizierter. Das integriert den funktionellen Gesamtzustand, aber berücksichtigt auch die motorischen Beeinträchtigungen und berücksichtigt bestimmte Aspekte der Denkfähigkeit. Das bringt man zusammen in einen Wert, nennt sich dann Composite Unified Hand Disease Rating Scale. Die Schlussfolgerung, die man ziehen kann, ist ganz klar, dass in diesem Dosisregime, was getestet worden ist, in dem Beobachtungszeitraum, den man zu tun hat, durch Tominersen der Verlauf der Erkrankung nicht verbessert wird. Und unsere Hoffnung, die wir da reingesetzt haben, dass es zu einem messbaren Verlaufsverbesserung kommt, hat sich klar nicht erfüllt. Jetzt ist die weitere wichtige Frage, was ist denn mehr Grautöne? Gibt es denn klare Unterschiede zwischen Placebo und dem häufigen und weniger häufigen Dosier? Und es gibt einen solchen Unterschied. Und wir hatten das von der Zusammenfassung danach schon gesagt. Und ich zeige es Ihnen hier nochmal, dass man sich das richtig vorstellen kann. Ich hoffe, es können auch in Grau sind dargestellt, die Menschen, die im Placebo-Arm waren, in blau dargestellt mit der einer häufigeren Dosierung und in orange die dargestellt mit der weniger häufigen, also der 16-wöchigen Dosierung. Das war für TFC diesen Endpunkt und hier das gleiche dargestellt, um zu zeigen, das gleiche Muster sieht man hier auch, grau, Placebo, blau, vergleichsweise zu Placebo am schlechtesten. Und hier in orange die weniger häufige Dosierung. Das sind jetzt ohne, wie Sie bemerken, ohne Signifikanzsternchen. Das sieht man jetzt gleich nochmal mit Signifikanzsternchen. Und das ist ein wichtiger Punkt. Denn diesen Unterschied, den man gesehen hat, im Sinne einer schlechteren Verlaufsverbleibung zu Placebo, sieht man nur bei der häufigeren Dosierung von Tominersen deutlich. Und in dem anderen Arm, 16 Wochen, sieht man keinen deutlichen Unterschied. Das ist hier nochmal dargestellt, jetzt mit signifikantes Sternchen. Also Sie sehen, diese Sternchen hier beziehen sich ausschließlich auf den Dosisarm mit der häufigeren Dosierung. Ja. Krass, ne? Ich glaube, es ist trotzdem wichtig zu sagen, dass es natürlich genau andersrum sein ist, als es sein sollte.
Gerne. Wir haben uns natürlich erhofft, dass wir eine Verbesserung haben, dass diejenigen mit dem Medikament eine Verbesserung haben. Wir haben hier geschadet, anstatt zu nutzen. Das muss man sagen, in der Hochdosisgruppe hat es eben eher eine Verschlechterung gegeben, dort eindeutig, als eine Verbesserung. Und das ist natürlich das, was niemand erreichen wollte. Ja. Und die Frage ist jetzt, warum ist das? Ja? Warum ist das? Und das versuche ich ein bisschen zu beantworten auf Basis der Daten, die wir haben. Was wichtig ist, aber das können Sie schon, haben Sie schon schlussfolgern selber, je höher die Menge ist, die sogenannte Exposition, die man insgesamt bekommt, desto ungünstiger scheinen sich die klinischen Verlaufsformen zu entwickeln. Die Frage ist, warum? Dafür gibt es mehrere denkbare Erklärungen. Zum Beispiel die Vergrößerung der inneren Nervenwasser. Die sind hier nochmal dargestellt, das ist das, worüber wir hier sprechen. Das sind die inneren Nervenwasserbrücken. Nervenwasser gibt es auch um das ganze Gehirn herum. Wir sprechen jetzt über die Ventrikel, sogenannten Ventrikel, inneren Nervenwasser. Und was man sieht, ist hier wieder eine gleiche Darstellung mit den gleichen Farben. Grau ist Placebo, blau ist die eine häufigere Dosierung, orange die weniger häufige Dosierung, immer 120 Milligramm. Und man sieht, das ist einen relativ klaren dosisabhängigen Veränderung gibt, im Sinne einer Vergrößerung der Ventrikel. Jetzt noch mit Signifikanzsternchen dargestellt. Ne? Man sieht, das ist auch ein relevanter Unterschied. Das ist jetzt nichts ganz Neues. Zu einer Vergrößerung des Nervenwasserraums, inneren Nervenwasserraums, kommt es bei der Huntington-Erkrankung, wie in diesem Beispiel hier kommuniziert, auch in einem klinisch relevanten Sinne bei einzelnen Patienten. Und wenn man das insgesamt anguckt, ist auch eine sehr wichtige Sache. In der ersten Studie, die wir durchgeführt haben, wo wir tatsächlich verschiedene Dosen eingesetzt haben, von 10 Milligramm bis 120 Milligramm, sieht man, dass nicht klar zu beobachten ist, mit allen Dosierungen, aber mit 90 und 120 Milligramm, dass es monatlich gegeben, klar zu sehen ist. Und das ist ein Phänomen, was man nicht nur mit Tominersin, also dem Antitensolumab, sieht, was bei der Huntington-Erkrankung eingesetzt worden ist, sondern das findet man auch bei anderen. Zum Beispiel Numinersin, das ist die Substanz, die eingesetzt worden wird, nach wie vor. Und für Kinder mit einer sehr schweren Erkrankung, SMA heißt die, wo eine Muskelschwäche das führen lässt. Guckt man sich das jetzt mal ein bisschen genauer an, dann wird der Punkt, den ich jetzt gerade versuche zu machen, die Abhängigkeit von der Konzentration noch mal ein bisschen deutlich. Hier ist dargestellt, deswegen erläutere ich es Ihnen auch noch mal ein bisschen genauer, in verschiedenen Farben, das mutante Huntington. Bei Placebo-Behandlung tut sich nichts, ist auch zu erwarten. Auch bei placebo-behandelten Menschen kommt es, was die Größe der Ventrikel angeht, zu einer leichten Zunahme. Das ist normal, weil das Hirngewebe im Laufe der Zeit abnimmt und das mit sich bringt, dass der Nervenwasserraum sich vergrößert, also zunimmt. Dann gibt es zwei Werte, die gemessen worden sind. Das Eiweiß insgesamt im Nervenwasser, CSF als Nervenwasser. Und hier ein besonderer Wert, Neurofilament, was wir, Carsten hatte schon erwähnt, als ein Marker benutzen für den allgemeinen Gesundheitszustand, vor allen Dingen den langen Nervenfortsatz der Aktion. Sie sehen jetzt hier was ganz Interessantes. Sie sehen, dass bei einer niedrigen Exposition sich die Kurven anders verhalten als bei einer hohen Exposition. Sie sehen zum einen, und das ist auch gar nicht überraschend, dass die Menge vom veränderten mutanten Huntington im Nervenwasser abnimmt in einer dosisabhängigen Art. Was man sieht aber bei der hohen Dosis ist, dass es auch noch zu anderen Sachen kommt, nämlich zu einem richtigen Peak hier von diesem NFL-Eiweiß, was als ungünstig von uns eingeschätzt wird und was ein Problem mit Nervenzellen anzeigt. Was man auch noch sieht, weniger ins Auge fällt, aber doch relevant, ist, dass zwei Sachen sich verändern, nämlich
der Nervenwasser auch nicht verändert und das Eiweiß, was im Nervenwasser gemeldet werden kann, gemessen werden kann, insgesamt zunimmt. Das sieht man nicht überall. Man sieht zum Beispiel keinen NFL-Peak bei den niedrigen Expositionen und man sieht eher etwa unveränderte, nicht gesteigerte Gesamtkonzentration von Eiweißen im Nervenwasser bei den niedrigen Expositionsstufen. Und die dazwischenliegenden Stufen zeigen eigentlich, wie still es wird. Das ist jetzt wichtig, um das richtig zu verstehen. Es gibt Gründe, warum das so sein könnte. Die zusammenhängen zum Beispiel damit, dass Huntington, das normale Eiweiß, wichtig ist für die Bewegung des Nervenwassers von Zielen. Es könnte sein, dass das zu interpretieren ist als eine Folge von einer zu starken Beeinträchtigung der normalen Funktion von Huntington. Also, diese Frage ist es, die wichtig ist. Könnte es, woran kann es liegen, dass bei einer relativ hohen Explosionsprävalenz es zu ungünstigen Verläufen kommt? Schlussendlich wissen wir die eigentliche Begründung noch nicht, aber es gibt zwei Werte, die ich gezeigt habe, der Drittelerweiterung und NFL, die auf Beschädigung von Nervenzellen hinweisen können, die uns dabei helfen können, das richtig zu verstehen. Gucken wir uns das nochmal an für diesen Wert NFL. Jetzt sieht man etwas, was ein wiederholendes Thema ist. Die hohe Exposition, das heißt 120 Milligramm, alle 8 Wochen gegeben, verhält sich anders in Bezug auf diesen Wert, deutlich anders als die Placebo-Gruppe und die Gruppe, die niedrig war. Sie sehen hier sogar, dass dieser Wert, wie wir es eigentlich uns wünschen, zu unterscheiden scheint, es ist nicht signifikant hier, möglicherweise am Ende dieser Behandlungsphase von 69. Link ist die nächste Frage, ob es Subgruppen und Teilnehmer gibt, mit besonders günstigen Verlauf. Das sieht so aus. Dafür wurde eine hypothesengesteuerte Analyse gemacht. Eine Post-Hoc-Analyse, bei der 3 Faktoren, das Alter, die Krankheitslast, das gemessen mit einem PTL-Cup-Score heißt, und die Menge des verabreichten Medikaments, also die Medikamentenexposition genauer angeguckt wird. Und dann 4 Untergruppen gebildet worden ist, solche mit geringem Alter und niedriger genetischer Belastung, und solche, die ein hohes Alter und ein hohes Belastung hatten und Gruppen, die dazwischen sind. Das zeige ich Ihnen jetzt hier mal. Und wieder kommen, Sie sehen jetzt ein etwas anderes Muster, als Sie es vorher gesehen haben. Hier sieht man jetzt, dass die an den wieder in Grau dargestellte Placebo-Gruppe, die etwas anders verhält als die Gruppe, die niedrige Exposition in Orange hat. Und die Punktwerte hier, es fehlen die Signifikanzsterne, also nicht signifikant, weil es eine kleine Gruppe ist, befinden sich die mittleren Werte, die man messen kann, befinden sich oberhalb von Placebo, wie man sich das wünschen würde, und unterscheiden sich relativ deutlich von denen der anderen Exposition. Das hat man gemacht für eine verschiedene Permutationen, und was man eben deutlich sieht, ist, dass die Gruppe mit niedrigem Alter und niedriger Krebsart sich anders zu verhalten scheint als die mit hohem Alter und hoher Belastung genetisch ist. Wo man diesen Unterschied in nominell nicht sieht. Das ist nichts anderes als eine Postdruckanalyse, was neue Hypothesen generiert. Sie sehen das für verschiedene Parameter. Jetzt zeigt Ihnen das einfach nur, dass Sie sehen, dass es recht konsistent ist, dieses Muster, was wir sehen. Und das war für die Entscheidung bei Bosch, als Sie sich gefragt haben, sollen wir dieses Medikament weiter untersuchen, wichtig, dass Sie eine Gruppe gesehen haben, die das zeigt. Das sind kleine Gruppen, also auch keine statistischen Signifikanz, denn dazu müssen wir viel mehr Leute untersuchen. Es geht also um die Frage, ob diese Substanz zum Ersehen eventuell nur dann den natürlichen Verlauf der Nervenbahn beeinflusst, wenn man in einer früheren Phase beginnt, möglicherweise,
Und wichtig ist natürlich auch, was ist in der Nachbeobachtungsphase passiert. Das ist dargestellt worden jetzt in Bologna. Sehr viele Leute haben sich entschlossen, an der Nachbeobachtung teilzunehmen. Und dort sieht man, das ist jetzt die Woche 110, diese vorherigen Daten kennen Sie schon, ist, dass es eine Bewegung gibt nach nicht mehr erfolgter Verabreichung von Vitamin C. Immer noch einen gewissen Unterschied zu Placebo, aber es gibt eine Bewegung hin zu fallenden Werten, jetzt in diesem Fall die Größe der Ventrikel. Das gilt auch für andere Parameter. Wenn man sich anguckt, hier einen der Endpunkte, diesen Composite UHDRS-Wert, gibt es zwischen Placebo und Vitamin C in beiden Gruppen nach Absätzen im Verlauf keinen Unterschied mehr, und das gleiche gilt auch für den Endpunkt TFC. Das ist die Schlussfolgerung von Seiten der Firma, die ist, dass die Rate der Volumenvergrößerung im Bereich der Ventrikel abzusinken scheint und dass die klinischen Werte, die gehoben worden sind, keinen Hinweis darauf geben, dass die Progressionsrate nach Beendigung der Behandlung sich unterscheidet. Also wie man es erwarten würde, wenn man ein Medikament absetzt. Aus diesem Grunde hat dann die Firma Roche auf Rat ihres unabhängigen Data Monitoring Committees, das heißt IDMC, und ist sich entschlossen, keine weitere Nachuntersuchung zu empfehlen. Ich glaube, Carsten und ich sind da nicht so ganz glücklich mit dieser Entscheidung. Carsten, vielleicht nochmal dazu. Ich glaube, nicht nur wir beide, sondern auch im wissenschaftlichen Beirat haben wir es ja auch mitdiskutiert. Wichtig zu sagen ist vielleicht, das, was ein bisschen irritierend sein mag, ist, dass diese, darf ich nochmal zurückgehen, diese Messungen relativ sind. Das heißt, das sind keine absoluten Werte, die uns hier gezeigt werden. Wir haben danach gefragt, vielleicht werden die uns noch vorgelegt. Im Moment ist das noch nicht absolut ausgewertet, weil man initial diese Auswertung gemacht hat wohl. Das heißt, es relativ nimmt es nicht mehr zu. Die Zunahme der Ventrikelwerte ist bei der Huntington-Erkrankung von sich aus so, bei jeder neurodegenerativen Erkrankung. Das sehen wir auch bei den Placebo-Leuten. Das heißt, die Ventrikel werden weiter, weil die Krankheit weiter fortschreitet. Aber hier wird auch bei der Hochdosisgruppe, es wird absolut, sieht es so aus, als wenn es sogar noch mehr zunehmen könnte, aber eben nicht mehr ganz so doll zunehmen. Wir haben vereinzelt Patienten, die so einen Hydrocephalus entwickelt haben, wo man das Medikament abgesetzt hat, wo es zu Teil zumindest rückläufig zu sein scheint. Aber wir würden uns, glaube ich, alle wünschen, ich habe das auch in einem Artikel mitgeschrieben, dass es nochmal, vielleicht jetzt nach 2 Jahren nochmal eine Veränderung und eine Nachuntersuchung geben würde, um zu sehen, ist das denn etwas, was bleibt oder bildet sich das vollständig zurück? Es scheint meiner Einschätzung nach jedenfalls nicht lange genug Zeitraum nach der Medikamentendosis zu sein, um das abschließend beurteilen zu können. Das fände ich eine wichtige Frage. Ja, ich meine, die Hypothese ist, dass die Folge nicht zurückbilden sollte, und da können wir uns nicht so sicher sein, wie wir eigentlich uns sicher sein wollen. Was auch Implikationen hat für zukünftige Beteiligung an experimenteller Behandlung bei den Leuten, die da mitgemacht haben. Also, jetzt noch die wichtige Frage. Wie sehen die Verläufe, die wir beobachtet haben, auch speziell der Placebo-Gruppe im Vergleich zum natürlichen Verlauf bei der Erkrankung aus? Und da zeigt sich etwas, was wir schon kennen. Die Leute, die bei einer Studie teilnehmen, haben einen anderen, und zwar einen günstigeren Verlauf, als die Leute, die nicht an Studie teilnehmen. Sodass die Verschlechterung, die wir gesehen haben, auch in diesem Kontext gestellt wird. Schon ein wichtiger Punkt. Also Teilnahme an Studien, auch die Hoffnung, die das generiert, hat Effekte. Man würde sich wünschen, dass das, was ein Placebo ist, von uns verschrieben werden kann. Das würden wir sofort verschreiben. Gut, also wie kann man das Ganze verstehen insgesamt? Das ist ja wichtig. Ich bin jetzt sehr schnell durchgegangen.
Alles, was ich Ihnen zeige, gibt es auf Deutsch nochmal. Alle die beiden Präsentationen, die in Bologna hergestellt wurden, sind, gibt es auf Deutsch. Die können Sie nachlesen und über die DHH beziehen. Also es kommt jetzt nicht darauf an, dass Sie jede Folie ganz genau angucken und im Gedächtnis behalten, das kann man nachlesen. Es kommt auf den Gedankengang an. Und außerdem ist es schon spät. Also, ich fange jetzt nicht, aber wir sind noch beinahe am Ende. Also, noch einmal, das ist jetzt das Wichtige, wie kann man das Ganze verstehen? Was wir als Besonderheit haben, ist, wir haben eigentlich den gewünschten Effekt auf der Biomarker. Das Beta-Thalatin im Nervenwasser sinkt. Wie kann es dann aber sein, dass das nicht zu einer klinischen Verbesserung kommt? Das ist das, was wir verstehen müssen. Gut, aus Zeitgründen kürze ich das Ganze jetzt ab und betone etwas, was erst am Ende klar wird. Und wie gesagt, Sie können all diese Folien nachher ziehen. Das Entscheidende, was wir denken, ist, dass es, wie ich Ihnen an mehreren Beispielen gezeigt habe, sein kann, dass die negativen Folgen einer Nervenwasserabflussstörung, das induziert wird durch das Medikament in hoher Dosis gegeben, überdecken. Effekte, die vielleicht da wären, die man aber erstens der Natur der Erkrankung nach nur nach längerer Beobachtung sehen können und von denen wir auch nicht hundertprozentig sicher sind, ob sie wirklich da sind. Weil das ist die Hypothese. Und deswegen die Frage, ob neue Behandlungsschemata, also eine niedrige Reduzierung von Tumorsin vielleicht auch weniger häufig gegeben, einen Weg nach vorne darstellt, um zu klären, ob der Verlauf der Erkrankung durch Tumorsin günstig beeinflusst werden kann oder nicht. Und das ist eine ganz offene Frage im Augenblick und dafür gibt es eine Phase 2 Dosis-Findungsstudie mit Tumorsin. Wieder aus Zeitgründen werde ich jetzt gar nicht sonderlich auf die Details eingehen, weil wir das alle nachlesen können. Wichtig ist aber, dass es ankommt auf drei Parameter. Die Sicherheit, das ist das im Vordergrund, gibt es sehr häufige Untersuchungen der inneren Ventrikelräume von Biomarkern und deswegen ist die Studie relativ groß angelegt. Hinweise für Wirksamkeit. Sind es insgesamt dann vorgesehen 3x 120 Teilnehmer bei dieser Studie mit einer verbindenden Behandlungsdauer, bis der letzte die Studie beendet hat. Also es ist länger als 16 Monate insgesamt Behandlung gibt. Und ich springe darüber jetzt hinweg. Aus Zeitgründen und sage, dass das die berechneten und mit der Wirklichkeit zu vergleichenden Spiegel sind bei der Substanz von Tumorsin im Nervenwasser und hier die Wirkungen auf die Menge von mutanten Antigenen, die man verursacht und die man jetzt mit der Wirklichkeit vergleichen kann. Das ist der Sinn der Studie. Also die Vorhersage mit der Wirklichkeit zu vergleichen. Es sind vorgesehen, mit zwei Gruppen, solche, die betroffen sind von der Erkrankung, also das Frühstadium, und solche, die noch früher sind, das wir prodromal nennen. Und wie gesagt, die Endpunkte sind ganz auf Sicherheit und Biomarker fokussiert und sollen aber auch Informationen geben über eine eventuelle klinische Wirksamkeit, um dann entscheiden zu können, ob dieses Programm, wenn es denn sicher und auf der Biomarker-Ebene wirksam ist, auch klinisches Potenzial hat. Es soll durchgeführt werden in 15 Ländern und in der Weise, wie gesagt, alles nachzulesen. Die DHH hat das zur Verfügung stellen, diese Folien, dass die jeder nachlesen kann und sich genau zu informieren. Das sind die Übersetzungen der Sachen, die wir haben aus Bologna. Jetzt ist natürlich die Frage, wie wählt man das Ganze? Und dafür haben wir zum Glück die Unterstützung von Herrn Lose und Herrn
Herr Kohl nicht mit Arbeitszeit sehen kann und komme mit neben Kasten umgehen. Also ich bin sehr schnell da durchgegangen, aus Zeitgründen tut mir leid, man könnte das auch noch mal genauer diskutieren, aber wie gesagt, Sie können es nachlesen. Von deiner Seite, Matthias, Kommentar? Also ich soll einmal im Auftrag von Herbert Lange nachfragen, der ja grundsätzlich ihre Bedenken hat, ob denn diese Fortsetzungsstudie schon eingereicht wurde bei Ethikkommissionen oder anderen Behörden? Also nach meiner Kenntnis ist das im Gange, diese Einreichung, aber es ist noch nicht abgeschlossen. Und weder die finale Bewertung der Behörden noch finale Bewertung der Ethikkommission. Also ich habe ja gestern vorgestellt, dass wir im wissenschaftlichen Beirat uns so ein bisschen aufgeteilt haben und in der Gruppe klinische Forschung gab es eine Diskussion dazu. Wir sind uns einig darüber, dass es nicht die Aufgabe des wissenschaftlichen Beirates ist, den Beteiligten der DHH zu sagen, nehmt an dieser Studie teil, nehmt an dieser Studie nicht teil, zieht diese Studie vor, zieht jene Studie vor. Sondern wichtig ist für uns, dass wir Ihnen so gut wie möglich Informationen darüber geben, was es derzeit alles an Möglichkeiten gibt. Und da müssen wir auch in dieser Gruppe des wissenschaftlichen Beirats die Diskussion fortsetzen. Wenn man das sieht, dann sind ja da schon wieder drei Gruppen, 120 Betroffene, sprich 660 Beteiligte, die dann ja wiederum für andere Studien, die ja derzeit auch laufen oder in Planung sind, wegfallen würden. Und da wollen wir auch nochmal unter uns versuchen, eine Bewertung vorzunehmen, wo besteht denn die größte Erfolgsaussicht und so weiter. Und das ist aber eine Diskussion, die sozusagen im Gange ist und am Laufen ist. Und wir werden Sie zu gegebener Zeit informieren. Wichtig vielleicht auch diese Studie, wir haben ja in Europa einen Mechanismus, dass Studien alle darauf untersucht werden, ob sie aussagen. Wir können nicht wissen, was dabei rauskommt. Wir hoffen natürlich, dass etwas rauskommt, was wir uns wünschen. Ja? Aber das Wichtigste ist, dass diese Studien so angelegt sind, dass sie zu klaren Ergebnissen führen. So oder so. Und das hat auf der europäischen Ebene das Exekutivkomitee von EHN als Rolle, die auch die Protokolle sehen und die haben dafür votiert, dass es diese Schwelle, die Studie wird aussagekräftig sein und uns sagen, so oder so, auf jeden Fall genommen wird. Habt ihr denn vorhin noch ein bisschen mehr? Ja, kommt gleich. Okay. Das, genau da. Stichwort. Ja, ich glaube, es ist wirklich wichtig und es ist, glaube ich, gut, die Diskussion. Und wichtig ist vor allen Dingen die Information über die verschiedenen Sachen. Und ich glaube, das war jetzt unser Anliegen, dass wir auch durchaus natürlich diese Ergebnisse aus der Generation HD1-Studie nicht die Ergebnisse sind, auf die man gehofft hat. Und die Einschätzung, wo ist eben jetzt die Frage, kann es sein, dass in niedriger Dosierung nicht so ist, dass es dann trotzdem hilfreich ist, das Medikament, dass es diese Nebenwirkung der Ventrikelerweiterung und Neurofilamentwerterhöhung vielleicht in einer niedrigen Dosierung nicht so geben kann. Das ist eben das, was dann rauszufinden ist, gilt. Und dazu muss natürlich jeder, der daran teilnimmt, auch wissen, was vorher bei den Sachen rausgekommen ist und dass es natürlich auch das Risiko einer Verschlechterung gibt. Aber auch in den anderen Studien haben wir jetzt Nebenwirkungen. Das habe ich ja, glaube ich, eben dargestellt. Meine persönliche Meinung ist, dass ich glaube, das ist zu früh, das für eine Einschätzung zu geben, dieses oder jenes Medikament. Wir müssen weiter lernen und wir werden weiter lernen und auch weiter Nebenwirkungen haben, aber hoffentlich auch wirken. Ein letzter Punkt, ein anderer Antisens, also auch solch ein DNA-Schnipsel der Firma Wave, der ist allelselektiv. Das heißt, der möchte nur das verlängerte Huntingtin-Allel von dem erkrankten Elternteil unterdrücken. Das ist natürlich per se erstmal ein Vorteil. Wenn das gelingt und das klappt, ist das erstmal von der Idee, von dem Ansatz her natürlich gut und hilfreich.
Das ist nun nicht ganz so banal und ganz so einfach, das zu machen. Wie will der das machen? Man hat festgestellt in der Zwischenzeit, dass es 5 verschiedene sogenannte SNPs, SNPs hier gibt. Da sind jetzt nur 3 Stück dargestellt, weil diese 3 die häufigeren sind. Der SNP 1 und 2 gibt es bei ungefähr 70% aller Patienten, den SNP 3 bei ungefähr 40% aller Patienten. Diese SNPs sind kleine Veränderungen im Gen, Single Nucleotide Polymorphisms, also eine einzelne kleine Basis, die da verändert ist, die manche Patienten haben, manche Patienten aber nicht. Sie scheinen häufiger vor diesem verlängerten Bereich der CAG-Verlängerung zu kommen. Das ist das verlängerte Huntingtin mit der CAG-Wiederholung, die krank macht. Und bei vielen, aber nicht bei allen Patienten, gibt es eben diese SNPs dort im Vorbereich, die evolutionär vielleicht sogar damit zu tun haben, dass sich das die Verlängerung ergeben hat. Was man jetzt im Rahmen dieser WAVE-Studie macht, ist, dass man guckt, welcher Patient, der daran teilnehmen möchte, hat denn tatsächlich diese Veränderung. Und nur derjenige, der diese Veränderung hat, kann an der Studie teilnehmen, weil nur derjenige dann hinterher da an dieser Stelle das Medikament angreift und nur derjenige hat dann das Schloss für den Schlüssel sozusagen, dass das Medikament überhaupt wirken kann. Ist das verständlich? Das heißt, ich weiß jetzt schon, dass ich mit dem Ansatz von WAVE nicht alle Huntington-Patienten gerade behandeln können, sondern nur diejenigen, die dann diese Veränderung zufällig tragen. Und bei dieser Studie gibt es ein Prä-Screening, wo man eben, wenn man sagt, ich habe da Interesse dran an der Studie und andere Bedingungen passen. Es gibt für jede Studie sogenannte Ein- und Ausschlussbedingungen. Nicht jeder oder jede kann bei jeder Studie, die er gerne mitmachen möchte, mitmachen. Das hängt damit zusammen, dass man gleich ähnlich schwer oder wenig schwer erkrankte Patienten mitmachen lassen möchte oder bestimmte Vorbedingungen, Nebenwirkungen ausschließen möchte. Und hier ist es eben eine Bedingung, dass man diesen SNP hat, den man dann vorher genetisch untersucht, das dauert ja etwas länger, wo man dann eben diese Sachen hat. Wenn man das hat, dann kann man daran teilnehmen. Und man hat das für die SNPs 1 und 2 mit 70% schon gemacht und hat dort schon erste Patienten in einer Phase 2-Studie untersucht und hier leider HD1 und HD2 nennt die sich, enttäuschende Nachrichten gehabt, auch wieder bei HTBus nachzulesen, weil man gar keine Veränderung beim Huntingtin-Protein gesehen hat und diese Werte, dieses Huntingtin, dieses Knäuel da hinten gar nicht verändert war. Also hat man das gar nicht erreicht in den Dosierungen, mit denen man dort gearbeitet hat. Und dann gab es hier schon leichte Nebenwirkungen, sodass man nicht noch höher gegangen ist in der Dosierung. Man hat aber in der Zwischenzeit den SNP 3, den man derzeit untersucht, verändert chemisch und hat diesen in einer weiteren Studie, jetzt hier WAVE 3 genannt oder SELECT genannt auch, untersucht und hat dort verschiedene Dosierungen gemacht. Und dort hat WAVE gerade vor ein paar Tagen eine Presseerklärung rausgegeben, dass sie dort eine Reduktion des Huntington-Proteins und keine wesentlichen Nebenwirkungen gesehen haben, was eben sehr, sehr positiv ist. Ja, ja. Das heißt, so als Übersicht vielleicht für die Studien, wir haben vor allen Dingen bei der RNA, die iRNA, die laufen im Moment, werden weiter beobachtet, aber keine weitere Dosierung in der Hochdosisgruppe. Wir haben die Small Molecules, die von Novartis und PTC vor allen Dingen, die gerade laufen. PTC, Novartis, da auch der Stopp mit den Polyneuropathie-Nebenwirkungen. Wir haben die Antisense-Oligonukleotide von Roche und WAVE, die neue Phase 2, die angekündigt ist für 2023 und für WAVE eben den SNP 3, der derzeit rekrutiert. Und noch einige andere Substanzen zum Schluss. Wie kann man an den Studien teilnehmen? Sprechen die Huntington-Zentren die passenden Genpflege an, wenn sie durch eine Ordnung wissen? Ich denke, das wird in allen Zentren so sein. Das ist, glaube ich, zumindest, glaube ich,
was wir umherum so sagen. Es machen nicht alle Enrolled-Zentren bei allen pharmakologischen Studien teil. Das haben wir eben auch so ein bisschen versucht, zwischendurch zu sagen. In der WAVE-Studie nehmen in Deutschland Münster sehr aktiv Bochum, Taufkirchen, glaube ich, für Ulm sozusagen. Ja, auch sehr aktiv. Und bis jetzt auch beim Prä-Screening viele Ausschlüsse bei uns auf. Ja, genau. Wichtig eben ist nochmal vielleicht diese Ein- und Ausschlusskriterien. Es kann sein, dass man manches mal das gar nicht mit Patienten so ausführlich bespricht. Oder erstmal ist es wichtig, dass man auch als Patient sagt, ich habe da Interesse dran in der Studie. Wir möchten nicht irgendwie jemanden in irgendwelche Studien reindrängen, der vielleicht gar nicht mitmachen will. Ja, und das ist natürlich immer eine freiwillige Sache, dass man mitmacht bei den Studien. Das ist erstmal ganz, ganz wesentlich zu sagen. Und es gibt viele Leute, die sagen, ich möchte das gar nicht unbedingt. Und dann bitte ist das absolut in Ordnung. Das ist absolut wichtig zu sagen. Ne? Das ist immer nur ein Angebot. Dann gibt es eben diese Ein- und Ausschlussbedingungen. Viele Patienten, die mich fragen und sagen, ich möchte gerne an der oder der Studie mitnehmen, gibt es dann irgendein Ausschlusskriterium, was man besprechen muss, wo man dann leider nicht an der Studie teilnehmen kann. Und deshalb ist auch immer die Frage, wie weit konkurrieren diese Studien tatsächlich miteinander? Das ist manchmal gar nicht unbedingt so klar gegeben, weil manchmal die Bedingungen für die eine Studie ganz anders sind als für die andere Studie. Und man vielleicht jemand, der an Studien teilnehmen kann, nur bei der einen mitmachen kann, bei der anderen aber nicht. Und sich dann überlegen muss, ob er das dann bei dieser Studie möchte. Und dafür ist die Enrolled-Studie sehr, sehr gut, weil da viele dieser Werte erhoben werden, die als Einschlussbedingungen mit abgefragt werden. Und deshalb ist diese Enrolled-Studie tatsächlich auch eine gute Basis für dieses. Okay, ich glaube, das wäre für die Sachen das Wichtigste. Nochmal der Aufruf zum Abschluss. Enroll und die Clarity in die Nervenwasserstudie. Das sind Studien für die Zukunft, wo wir eben gerade wesentlich durch Bernhard Landwehrmeyers Arbeit die Enroll-Studie ganz, ganz wesentlich bekommen haben. Eine tolle Möglichkeit, die Krankheit besser zu verstehen, eine Anbindung an die Zentren und schneller auch bei den Studien voranzukommen, machen viele Leute mit. Auch die Nervenwasserstudie, die Clarity-Studie, kommt so ein bisschen wieder in eine neue Phase rein, wo man longitudinal, also längere Patienten mitmachen kann, Werte machen kann. Und ja, da ist das Jubiläum. Enroll hat auch 10 Jahre Jubiläum. Es gibt noch viele Jubiläen dieses Jahr, an die 150 Jahre für die Publikation. Und dann sehr wichtig, dieses große Jubiläum für die Selbsthilfeorganisation, Woody Guthrie, Frau und viele andere Aktivitäten, aber auch 10 Jahre in Rotterdam. Und 10 Jahre, ich sage Ihnen ein bisschen was dazu noch. Dass die Zahlen so sind, 2012, wie gesagt, hat das erste Patient eingeschlossen worden. Und jetzt haben wir weltweit gesehen, immerhin 27.000 Menschen, die da mitgemacht haben, davon im Augenblick noch 21.000 gegenwärtig aktiv. Natürlich scheiden auch Leute aus über diese vielen Jahre. Das ist schon eine gute Zahl insgesamt. Und man muss sich klar machen, wie viele Visiten das bedeutet. Mehr als 80.000 Beobachtungen an verschiedenen als 88.000 Beobachtungen und biologische Materialien, die großzügigerweise von den Teilnehmern zur Verfügung gestellt werden. In Deutschland sieht das so aus, dass wir 2.000 Leute aktiv haben. Im Augenblick insgesamt 4.000 Leute, die sich beteiligt haben, das ist schon eine stolze Zahl, darauf können wir sehr stolz sein, denke ich. 13 Enrolled-Zentren, ich würde mir wünschen, dass es noch mehr werden können. Das gibt und das wäre auch sinnvoll, dass es wirklich flächendeckend so ist. Und das sind die Leute, die in die Zentren gehen, das ganze Team, bei dem ich mich ausdrücklich bedanken möchte, weil ohne die das nicht denkbar wäre. Ja, deswegen die Aufforderung an Sie. Das kennen manche von Ihnen.
Schieben hilft auch auf schwierigem Terrain. Und das ist jetzt an jeden und jede, dass das essentiell ist und wir es nur gemeinsam hinkriegen können. Und das Entscheidende ist, dass man wieder zurückfedert, auch nach Rückschlägen. Und das wünsche ich uns allen für die nächste Zeit und für das nächste Jahr, wenn wir erzählen können und berichten können, was sich dann ereignet hat. Also, jetzt vielen Dank. Also ganz, ganz herzlichen Dank für all die Einblicke und Informationen. Auch danke für den leckeren Enoli-Stiefkuchen, den wir gestern schon haben durften. Nochmal extra danke dafür. Gibt es denn noch Fragen? Alle Fragen beantwortet. Und gerne auch im Nachgang an uns wenden. Dann beende ich die Session für heute. Sage Tschüss an die, die es so lange noch durchgehalten haben. Auch mit der extra Dreiviertelstunde, hier bis 12 Uhr angekündigt. Einen schönen Tag für die, die online dabei sind. Genau, hat es auch viel Spaß gemacht. Und wir beenden die Online-Sache hier schon mal. Also tschüss. So.